Hurra! Und Charlene gibt heute live oder was? Nee. Charlene nimmt einfach mal wieder auf, sagt er. Ja, ich nehm auf. Life is life. Na, 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 na. Ich nehm auf. Na, 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 na. Du musst doch die remuxten Videos löschen, damit ich genug Festplattenspeicher hab. Festplattenspeicher! Remuxt. Ja, obwohl der die in MP4 gemacht hat, er zeigt's an, musste ich sie trotzdem nochmal remuxen, damit er die Datei in Vegas erkennt. Voll komisch. Erzähl mich. Sein. Ich hab's jetzt von MP4 zu MP4 remuxt. Also keine Ahnung, was das gebracht hat, aber es funktioniert. So ein Schlingel. Alex, jetzt dauert bloß das Einfügen und so natürlich und das Rendern alle ein bisschen länger, ne, und das Hochladen. Ja. Das Einführen? Aber das kann man dann nebenbei laufen lassen. Ja. Einführen habe ich schon lange nichts mehr. Das tut mir sorry, Jusen, das dazu. Ist schon okay. Warte. Oh. Sollen wir dir was einführen? Gerne, Geld auf mein Konto, ja. Hab ich nicht. So. Klar, du bist doch wieder Rich Kid bei uns rein. Nee. So, dann hast du bestimmt schon deine Steuern, von deiner Steuererklärung Geld zurückbekommen, jetzt bist du doch reich. Ja, hab ich noch nicht gemacht. Jusen, warum habe ich eigentlich noch nie von dir einen C4-Blitz gesehen? Ein C4-Blitz? Ja. Stürme vorwärts und erzeuge durch einen Luftwirbel, der Gegner trifft, ihm mögliche Blutungen zufügt. Du bist doch nur öfter gemacht. Nee, sehen, Junge. Ja, weil du nur auf dich konzentriert bist, Alter. Dein Lieblingsgegenstand in der ganzen Wohnung ist bestimmt der Spiegel, Alter. Sei doch ehrlich. Ich hab nur einen Spiegel. Naja, und den ist über alles. Nee, der kotzt mich voran, weil ich den dann sauber machen muss. Kabel rausgefallen. Du wirst doch nicht immer da ranspritzen, wenn du dich anguckst. Ja, das ist ja. Ich hab nur über den Waschbecken Spiegel. Irgendwo anders haben wir einen Spiegel in der Wohnung. Weil das Gate hat ein Update? Hat er mir vorhin gar nicht angezeigt, der Rechner läuft schon ein paar Stunden. Ah, siehst du? Das war letzte Mal bei mir auch. Bei mir. Bang, 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 bang. Was sagst du lieber, David? Das Update ist klein, das Überschreiben dauert bloß. Ich bin drinne, ja. Okay. Für die richtige Version. Ja. Denke ich. Redet ihr über Baldur's Gate eigentlich, ihr beiden, oder? Ja, ich bin ja schon drin in dem Game. David hat doch schon aufgemacht, die World. Ich habe euch auch halb zugehört, deswegen. Ja, nee, das denkt doch, geht ja auch nicht bei dir, hast du gesagt. Das ist okay. Ich wollte ja was einführen. Kannst du ja mal ein paar Ohrentropfen einführen. Ein paar heiße Ohren verpassen. So. Rotlicht hatte ich heute schon drauf. Ich hab mal die Tränke ein bisschen geteilt, ne? Ich hab ein paar hergestellt. Nicer, nicer. Und Charlene, den Bahn, den du gemacht hast, mit dem zocke ich echt gerne. Der ist cool. Ja? Freut mich. Ja, der kann mich auch gut heilen, Matthias, das. Oh. Sehr schön. Warte, hast du Alex seine Charaktere in dein Spiel geholt, oder was? Nee, Charlene hat sich bei mir in der Welt, wo ich einen selber angefangen habe, sich einen Charakter erstellt. Ah, okay. Genau. Da hat er mir ein bisschen unter die Arme gegriffen, sag ich mal. Bin ein bisschen supported. Cool, cool. Genau. Doch, den C4-Blitz habe ich schon öfter gemacht. Ja, ist nicht C4-Blitz, das ist ein C4-Blitz. Nee, C4. C4. Nee, ich sag's dir jetzt nicht S. aufgefallen. Dann sieht er nicht so Z, besonders. Dann sieht er nicht so besonders aus, wie er klingt. Du guckst ja immer weg, wenn ich immer. Wenn ich sage, okay, wenn ich das und das machen, gehst du ja immer gleich aus dem Raum raus. Oh, Jus macht einen Angriff, ich bin auf Toilette. Ja. Ja. Ich muss mal kurz in die Küche. Oh, ich muss mal gucken nach dem Essen. Oh nein, Jus macht einen Angriff, ich bin weg. Verdammt, der hat das geht nicht gut. Unauffälligkeit ist nicht deins, David. Nee, nee. Mussten wir jetzt eigentlich noch eine lange Rast machen oder sowas? Nee, ne? Hatten wir doch erst. Hatten wir erst? Ja, okay. Beide kurze Resties sind. Nicey, nicey. Ja, wir müssen der Bus mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hin wollen, welche Quest wir machen wollen, ob wir hier bleiben, ob wir nochmal zurückgehen, keine Ahnung. Ja, das ist die Core, ja. Ich würde sagen, wir verkaufen Jusen erstmal beim Händler und gucken, was sonst gibt. Ich glaube, da müssen wir draufzahlen. Ja, ich würde gerade sagen, im besten Fall müssen wir nicht draufzahlen. Warum seid ihr denn schon wieder so witzig heute? Danke. Sind wir da immer? Ich hab dir ja gesagt, heute ist Dienstag.
Ja, nur weil ich schuld bin, heißt das nicht, dass ich auch das Mobbing-Opfer sein muss. Hä? Okay. Also, irgendwo muss man auch mal die Grenze setzen. Also, Jusen, fällt mir gerade ein wegen Samstag. Ja. Wir fahren Samstag zu meiner Mutti Mittagessen und dann würden wir theoretisch im Holzfachzentrum das Holz eigentlich holen gehen wollen. Perfekt. So nachmittags irgendwie. Richtig. Ja, wir würden dann gleich vom Mutti da drin laden und dann würden wir zu dir rumfahren kommen. Dann können wir gleich. Achso, ihr holt mich ab, chillig. Sonst hätten wir uns da beim Holzfachzentrum treffen. Aber wir würden es auch ohne dich holen und dir rumfahren. Aber meine Mutti wohnt da gleich. Weißt du, wie ich meine? Da müssten wir nochmal. Außer wenn du bei deiner Mutti bist, dann könnten wir dich natürlich holen. Also bei der Jugendalte Silvia hängt da ab, ja? Dann wollt ihr dann nochmal Geburtstagsessen abholen. Bei DJ Detlef, Alter, finde ich geil. Genau. Wann wollt ihr am Samstag da sein? Nachmittags. Ja, stimmt. Wie lange habt ihr samstags offen? Na, bis 13 Uhr nur. 13 Uhr, also heißt das, wir kommen vorher zu dir, sagen wir mal so um 12 Uhr rum. Vielleicht 12.15 Uhr. Naja. Laden halt alles ein und dann fahren wir zu Mutti, dann machen wir es so. Ja, und danach könnt ihr zu mir einfach fahren. Okay, chillig. Genau. Ich muss erstmal morgen fragen, wer am Wochenende überhaupt arbeiten muss aus dem Lager. Und ja, 50 na, sagst den Jungs oder Bescheid. Oder willst du nochmal ausrechnen, David? Nee, ich muss morgen Dirk erstmal fragen, was der dir Mirko hat gesagt, da liegt irgendwie noch so Lärchenschalung rum, die nicht mitgezählt wurde. Aber wichtig ist bloß, dass das noch geschnitten wird, ne? Na, 2 Meter mal 70, glaube ich. 60 hat man gesagt, weil die 15 breit sind. Achso. Ja, können wir auch machen. Wir sind 60 passt doch hoch, oder? Naja, seine ja. Schulterbreite. Genau. Na, 60 hoch und 60 breit. Na, also 2 Meter hoch und 60 breiten, sagt David. Also das Volumen drinnen müsstest du schon die Maße haben, die ich dir gesagt hatte. Na, Jusen hat aber zum Liegen 60 mal 60 und 2 Meter hoch, ja. Ja, na, naja, kommt jetzt nur an, wie der Sarg vor dir steht, aber ja. Naja, ist ja die Frage, ich brauche nur seine Schulterhöhe und seinen Bauchumfang. Die 2 Meter waren mir schon klar, weil die sind 5 Meter, ja, also, meinte er. Was ich auf Jusens Skizze gesehen habe, war 60 oder 70 und das halt Länge klar 2 Meter, Höhe 60, glaub, 70, Breite 60, 70. Ich glaube, es war zweimal 60 und einmal 2 Meter, ja. Genau. 60 hoch und 60 breit, glaube ich, war das. Genau, und 2 Meter lang. Genau. Dann weiß ich bloß nicht, ob ihr das so gerechnet habt mit Deckel oder ohne Deckel. Mit Deckel. Soll eine Box sein. Oben soll er nicht leer sein. So. Okay. Kann denn Lisa und oder du, Peiter, das erstmal den vorstrecken oder soll ich irgendwie noch die Woche vorbeikommen und durch das Geld geben erstmal? Kannst auch vorstrecken, Digi. Na, David wollte doch einmal anal kurz reingehen, müsstest du auch nochmal kurz übernehmen. Er ist ja nicht da. Ach ja, stimmt, der muss es halt dein Dirk oder wie der heißt mal. Ja. Kann ich auch nichts mehr reinstecken. Sorry, aber das hat David gesagt. Er will das, er kriegt das. Ich muss schaffen morgen erstmal fragen, ob und was er dafür haben will. Sonst Blowjob können wir auch anbieten, Kenning. Okay, ich frag ihn. Guck mich, guck der Dirk so, ja, wie wär's mit Trinkgeld? Na komm, geh mal um die Ecke. Kriegst einen Blowy. Reschi wäre darauf eingegangen. Der Chef von davor, der hätte das mitgemacht. Oder wär's mit dem ins Berghain gegangen? Berghain? Extra nach Berlin will ich jetzt ohne. Ja, hätte dich gefahren. Oh, das ist natürlich praktisch. Charmant und guter Ton. Da kriegst du die anale Tour. Die aus dem Untergrund. Geil. Warum findet der unseren Server nicht? Welchen Server? Welches Spiel versuchst du zu spielen? Willst du Lego spielen? Baldur's Gate. Findet die Lobby nicht. Dann musst du einfach nur. Nee, du musst einfach nur auf Steam bei David drauf gucken, bei Freunde und dann einfach beitreten. Das ging doch sonst so auch immer. Nee, bei Baldur's Gate konntest du nicht über die Welt. So, das konntest finden. Online machen, drückst dann auf Freunde. Jetzt hat das geladen. Jetzt Freunde-Haken rein. Okay. Dann wieder auf Online rüber und dann hat er mir eigentlich den Server. Da ist er doch. Na, siehst du. Na, siehst du. Hat er mir das Spiel verstellt? Die Musik hört sich irgendwie viel lauter an, Alter. Vielleicht durch das Update, keine Ahnung. Na, ich guck gleich mal. Ich höre euch bloß echt schwer. Also, die Musik ist fast lauter als ihr und das war vorher auf jeden Fall nicht so.
Ja, alles ist auf 100. Darf ich nochmal neu einstellen. Alter, hast du spielen gelernt oder was? Wie meinst du? Weiß ich nicht, irgendjemand spielt hier Geige vor mir. Hm. Wir haben gar keinen Plan bei uns, oder? Wenn er spielt, dann scheiße auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen zu laut. Ich habe auch überlegt, ob ich noch einen Punkt in Barbe reinsetze. In Bade. Alex, du hast auch im Bade gespielt. Hat der am Anfang brauchbare Skills oder ist das eher so meh? Ist eher so meh. Der wird erst krass auf Level 4, 5. Wie heißt denn die Stadt, wo wir gerade sind? Okay, aber wenn ich das spiele und dann in meine Form gehe, habt ihr den Buff denn immer noch oder muss ich quasi die ganze Zeit spielen? Nein, du hast badische Inspiration sowie Überlegenheitswürfel oder... also das ist kein Dauerbuff. Du hast quasi okay. Drei so eine Würfel im Prinzip. Und ja. Mit denen kannst du krassere Aktionen machen vom Baden. Je nachdem, in welche Richtung du gehst. Also du könntest mit badischer Inspiration quasi deine Verbündeten buffen. Oder halt einen krassen Angriff machen, also mit zwei Schwertern im Prinzip, zu einem starken Nahkämpfer werden mit badischer Inspiration. Okay. Nee, ich hatte mir nur so vorgestellt, ich kümper da ein Bufflied, dann habt ihr alle einen Buff nee. Und dann verwandelt ihr meine... Also ja, ja, so ungefähr läuft das ab, aber halt, du brauchst da so einen Würfel für. Okay. Und die kriegst du halt nur pro lange Rast. Ah, okay. Nee, dann macht das keinen Sinn. Nee. Aber ich hatte den jetzt bei Usen, glaube ich, auf Level 5 oder so. Und da wird der schon sehr gut, muss man dann sagen. Ja, also. Muss ich auch so. Okay. Du hast da irgendwas geskillt, da konnte ich auch so einen kleinen Rundumangriff machen. Ja, Nahkampf genau. War auch ganz genau. Geil. Ja, ist ein guter Nahkämpfer auf jeden Fall, so ein Bade. Und ja, guter Heiler. Und guter Heiler, Skillpunkte bleiben jetzt halt nicht mehr übrig, dass man sagen kann, das skill ich jetzt noch voll keine rein. Nee, ich glaube, beim Baden ist es auch wichtig, dass du beim Baden bleibst. Also. Da. Naja, ihr könnt halt auch noch 1-2 Punkte in Waldläufer reinmachen, dass er noch die Viecher spawnen könnte. Dann werden die ja wahrscheinlich auch mitgebufft. Hm. Weiß ich nicht. Aber ja, klar, wenn du früh da drauf gehen möchtest. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Buffen so. Also, du kannst halt nicht die Gruppe buffen, du kannst immer nur einen bestimmten quasi. Also, Ach so. Nur einen von vier quasi aufpowern. Und das auch nur einmal im Prinzip, also für einen Angriff oder eine Runde. Okay, nee, ich dachte, das ist Flächendings. Mm-mm. Ich hätte mir jetzt nur vorstellen müssen, dass du halt die ganze Zeit die Harfe vielleicht in der Hand halten musst, damit du, weißt du, damit das immer noch konzentriert ist. Nee, also er ist, der Bade ist quasi ein Magier. Also ist auch auf Magie getrimmt, quasi, mit Charisma. Und kann halt... situativ deine, also ein Mitglied quasi pushen und ansonsten sich im Nahkampf verteidigen. Ja, gut. Ja, also entweder du trimmst ihn halt auf Magie und heilen oder halt heilen und Nahkampf. Aber er ist nicht so ein AOE-Buffer. Ich sing ein Lied und ihr seid alle krass, also vielleicht kommt es noch. Aber nicht mit Level 5 oder 6, also. Na, oder du hättest da in diese Richtung skillen sollen, das hast du ja nicht wirklich gemacht, oder? Du bist nee, ich, auf Kampf gegangen. Genau, ich bin auf Nahkampf gegangen, ja. Aber das stand doch so nicht da, also. Ja, wenn jemand da andere Erfahrungen hat, gerne mal bei YouTube schreiben. Oder hier im Chat. Aber Hexenmeister ist auch ziemlich geil. Macht auch Spaß zu zocken. Aber ich hab mich so auf meinen Krieger hier gefreut wieder. Der ist einfach cool. Ich liebe meinen Krieger. Ich muss auch sagen, also den Zwerg, den spiele ich schon am liebsten hier. Klein Dieb. Meine Spells haben sich auch ein paar verbessert. Ich habe hier so einen normalen Aktion, der macht jetzt 36 Schaden, vorher hat er immer 18 Schaden gemacht. Na, mit unseren Leveln machen die auch mehr Schaden. Ja. Der Peiler, seine normalen Skills, also Zaubertricks, machen ja auch mehr Schaden.
Weil er jetzt Stufe 10 ist. Feuerball macht jetzt bis 30. Ja, aber Fernkampfangriffe und so ein Scheiß machen halt nicht mehr Schaden. Aber gut, das liegt vielleicht auch in der Waffe. Also bei mir schon. Meine normalen Angriffe sind jetzt auch stärker geworden. Ja, ist klar, wenn du Stärkepunkte dazu kriegst oder so. Oder auch wenn du in meinem Fall jetzt, ich brauche ja, glaube ich, großteils, warte mal, Intelligenz. Und wenn ich mehr Intelligenz dazu kriege, werden die auch stärker. Das hängt ja immer von den Punkten ab. Ja. Ja, dadurch die Klamotten, die du anhast, die Tränke, die du, Elixiere, die du nimmst. Was machen wir denn? Eine gute Frage. Ich würde jetzt Anmod machen und dann... Achso, wir bist noch nicht online. Okay, dann los. Online bin ich schon, aber ich habe noch nie Anmod gemacht. Na, dann los. Hau rein. Ja, bis gleich. Ja, tschüss. Geh doch jetzt. Mach jetzt. Los! Jetzt! Immer eine Einladung, der kleine Peilerus. Ja, wirklich, ey. Muss man alle dreimal sagen, ja. Also, ich hab ja hier noch... Wisst ihr noch, was wir letztens machen wollten? Nö. Nee, also, ich hätte gesagt, entweder machen wir oben die Quest da oder teleportieren uns nochmal nach unten und laufen da nochmal ein Stück. Aber ich weiß nicht, ob wir dann raus teleportieren, wo es dahin geht. Ich wollte ja eigentlich nur auf die Würmbrücke zurück, weil ich ja den Typen da beklaut habe. Also hier müssen wir eigentlich nichts machen. Stimmt. Rein theoretisch. Ja. Ne, weil wir da oben ja diese hier Stelle fürs Blablabla, bla bla, aber ich glaube, das geht dann einfach noch weiter. Ja, das weiß ich nicht. Unsere vorige Freundin, weil da müssen wir zum Beispiel... Aber dieser Gortasch ist ja den, mit dem wir uns verbünden wollten ursprünglich. Und die, also ich glaube, die Quest wäre, wenn wir... die mit dem Messer unterstützen wollen. Achso, dass wir den stimmt. Jetzt töten. Wir auch, okay. Und wenn wir den töten, dann sind, glaube ich, ja auch die ganzen Stahlwächter gegen uns. Ja, genau. Also anscheinend gibt's auch, also ist ein Bestandteil der Quest, dass wir gucken, wie wir diese Stahlwächter ausschalten. Okay, aber kämpfen die nicht für uns mit nachher? Aktuell werden die gegen uns, glaube ich. Genau, nur wenn wir uns mit dem verbünden. Na, noch nicht. Naja, wir haben gesagt, wir gehen uns aktuell nicht gegenseitig auf die Eier. So. Genau, also wir sind erst Verbündete und regieren die Stadt zusammen, wenn wir dem diesen Stein von der roten Eulen da bringen. Ach so, okay. Bis jetzt haben wir nur Waffenstillstand quasi. Ja, also man könnte unten halt weitergehen, da geht noch ein Weg lang. Wir haben auch noch in Baldur's Tor ganz viele Quests, ne? So Nebenquests quasi. Rette den Großherzog, suche das Nachtlied weiter, befreie den Künstler, befreie Florek, finde Snibbles den Narren, Schnibbles. Na, wollen wir uns zu Baldur's Tor teleportieren? Wollen wir auch machen. Müsst ihr sagen, ist die Frage. Ich habe jetzt nur vorgelesen, dass wir hier auch noch ein paar Sachen haben. Ich glaube, dem wollte nur zeigen, dass er lesen kann. War so. Ein bisschen, ja. Muss ich auch machen. Ich kann lesen. Applaudiert. Ich kann sogar rechnen. 1 plus 1 ist 3. Oh. Ey, du bist voll schlau, ja, ich schwöre. Aber wenn man hier so über die Map guckt, haben wir hier, glaube ich, eigentlich alle Wege abgelaufen, außer nach unten hin. Ja, genau. Runter könnten wir laufen, ja. Bei Rivington, ne? Dass wir da runterlaufen. Denn. Genau. Ich würde sagen, ich teleportiere mich erstmal nach unten und guck mal, ob wir da uns überhaupt weiter teleportieren. Oder dann gehen wir unten einfach erstmal gucken. Gehen wir alle nach Rivington und gehen. Sperren. Von da sind wir doch gekommen. Ja, aber es geht dann noch weiter rechts runter, also nach unten weiter. Achso, die Scheune da, die beschlagnahmte Scheune. Hä? Jetzt bin ich wieder zurück. Wir sind zu weit gelaufen, ja. Hier müssen wir hoch. Hier geht es auch noch irgendwo lang. Na, da geht's wieder zurück. Von da sind wir gekommen, Leute. Von hier sind wir gekommen? Von da sind wir gekommen. Ach, stimmt, dann wollen wir hier... okay. Wo geht's denn oben lang? Da geht's dann nicht weiter einfach. Achso, nee, da war das... da haben wir diese Kopfschmerzen bekommen. Da sollten wir noch nicht so lang... okay. Nee, wir sind hier noch quasi davor, wo wir da über die Brücke gehen wollten und die uns nicht durchgelassen hatten. Na, bei Würmfels ist die Brücke oben. Ja, und das ist der Vorort von Würmfels. Das ist nicht Baldur's Tor hier.
Nee, das ist mir klar. Ich wusste mir jetzt nicht, ob wir oben oder unten lang gelaufen sind. Ich habe das mit der Brücke vergessen. Mit dem. Also kommen wir halt, geht's hier in keine Richtung weiter. Ja, dann, wie gesagt, Schlag. Ist in jetzt der Scheune können wir nochmal gucken? Oder wollen wir da? Scheune weitergeht. Genau. Vielleicht ist da ja auch noch eine Luke oder so. Ich bin im Dialog. Mich hat einer angesprochen. Jo, wir kommen mal erstmal in die Nähe, dann kommen wir ins Gespräch. So, was machst du da? Oh, wieder so ein Riese. Lass es. Ach ja, jetzt bist du ja, für Zwerge, okay. Gestern warst du ganz anders. Gestern ist gestern, heute ist heute. Okay. Morgen ist wieder alles ganz anders. Morgen hast du hier alles wieder. Okay. Der hat mich jetzt echt wieder rausgeführt. Ach, der hat dich rausgeführt? Gleich ins nächste Gespräch hier, Alter. Uiuiuiui. Oh, du kannst täuschen. Günstige Ausgangslage, plus 4. Oh, dann probieren wir mal. Vielleicht erfahren wir ja was. Du musst Quittige schaffen, okay, mies. Naja, er muss nur 15 schaffen. Ja, schauen wir mal, ob es klappt. Bonus kann ich dir nicht geben, Peiler. Ja, dumm. Ja, dumm. Sich ist ja auch echt mies, Alter. Einen gebe ich mir noch, aber dann... Du schaffst das! Jetzt schaffst du's. Ja, doch. Ich guck wieder nicht hin. Vielleicht klappt's. Du schaffst das. Positiv bleiben. Wow. Fuck. Kritisch. Oh, okay, nö. Ich bin verkackt. Dankeschön. Vielleicht beim nächsten Mal. Liar, oh, kritischer Fehlschlag. Was? Cool. Oh nein, jetzt kannst du nur ins Gefängnis kommen. Ja, oder angreifen. Ja, oder angreifen, ja. Hätte ich wohl doch nochmal versuchen sollen. Kritischer Fehlschlag ist halt kacke. Na, dann greift die Jungs an, oder was? Mit dem Gefängnis haben wir ja schlechte... Komm, machen wir platt. Obwohl, weil es war doch nur einer im Gefängnis, oder? Ja, Jusen, ja. Und Jusen haben wir doch wieder rausgeholt. Nee, wir haben neu geladen. Ihr wusstet ja nicht mal, wo ich bin. Sag mal, hast du heute schon getrunken, oder? Ja, natürlich. Könnt ihr mal kommen, ich bin von drei Leuten umzingelt und der vierte kommt von hinten. Bin schon da. Mit den ganzen Neuladen sieht doch keiner mehr durch. Was haben wir gespielt und was haben wir nicht gespielt? Ich sehe bei dir nicht mehr durch, Junge. Pass auf, ich hoffe, da gibt's guten Loot in der Scheune, Alter, ich damit sich das hier lohnt. Bist fertig, David? Mal eine Attacke machen vielleicht. Jusen, Junge, oder? Ich bin doch da! Wo bist du denn? Ach, du kannst von da oben. Ich kann runtersprungen, ja. Ich hab doch keinen Fallschaden. Mein Gott, ist der verwirrt, der Junge. Na gut. Das ist auch mein Part eigentlich. Krümeln, ohne dass die mich hauen? Mit Fliegen? Jo, es geht. Ich kann mich oben auf die Scheune stellen. Bam, hat er Crit. 46 Schaden. Du bist so killer. Warum sind hier so viele bei mir? Ich glaube, ich muss mich erstmal verwandeln. So eine Oh, neben mir steht auch einer. Von wen sollen wir denn zuerst platt machen? Alter. Da mir kommen ja auch noch ein paar. Uiuiui. Ja, ist eine gute Frage. Ist da unten irgendwas? Ne, Kick hier. Ein Eulenbär! Weil er ein Eulenbär ist. Ich brauch mehr Intelligenz, Alter. Immer mehr Intelligenz, ja. Bin voll doof. Was mache ich denn? Wir haben die 30. Muss ein Talenter werden. Ente gut, alles gut. Ich mag Ente. Ente. Gebratene Ente auf Reis, yam yam. Ich mal aus, ob's funktioniert. Alter, du kannst es schaffen. Auf jeden Fall sieht's cool aus. Er ist gelähmt. Ah, da ist er gelähmt, Junge. Auf sein Leben. Alter, der wird nie wieder zurückgelähmt. Ey, den anderen Hike verlangsamt. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Boom, Junge. War die Kamera ein bisschen zu dicht dran an David gerade? Dankeschön, Alter. David. Weil er Eulenbär ist. Ich hab bloß gemerkt, ich muss... Boom.
Wenn du angreifst, bist du rückangegriffen, Freund. Ey, die kriegen ja alle Schaden. Bei den FX-Soundeffekten, da muss ich ein paar rausnehmen. Aua! Das ist... Alter! Er kriegt dann hier aufs Maul, Alex. Ja, aber ja. Geht noch. Ist ja normal. Was? Ja, du bist ja eigentlich der Totengräber hier bei uns. Was? So oft wie du auf dem Friedhof warst. Was? Was? Du Totengräber sein. Was? So, erstmal die ganzen Passanten, die Angst haben, killen, oder? Tue Dinge. Ich tue Dinge. Könnt doch gerne den Gelehrten bei mir umbringen. Ich kann auch den Gelähmten erstmal wegmachen. Das schaffst du schon, ja, der hat doch nur noch 18. Bleibt aber 10 Runden stehen, Dicker. Greif doch erstmal welche an, die nicht gelähmt sind. Ja, guck mal hier, den 62er zum Beispiel. Ja, hab ich ja gerade auch gesehen. Nein, dachte ich mir, nicht. Okay, machst du. Warum nicht? Shaolin sagt, ist gut. Denn ist es auch gut. Was? Hä? Was? So, David. Willst du erstmal diesen C4-Blitz sehen? Ja. Der explodiert. Kicke mal. Also. Wie heißt hier der Breinhold? Weißmaul. Oh, okay, ich werde das dahinter auch kaputt machen. Jetzt sind aber nur Kisten. Das dürfte eigentlich nicht explodieren, denke ich, oder? Machst du den Loot kaputt? Loot kaputt! Der sieht ja unspektakulär aus. Ein Piekser. Aber ein mächtiger Piekser. Hättest du dich weiter wegstellen müssen und randashen müssen. Aber ja, immerhin 3 Blutungen, ist doch in Ordnung. Ey, ich habe ja auch Schaden gemacht. Ich habe ja nicht nur Blutung gemacht. So. Man nennt mich ja nicht Mr. Periode. Ich habe nicht nur Blutung gemacht. Ich habe auch miesen Schaden gemacht, ja. Aber deswegen spielst du eine Frau in dem Spiel. Ja, deswegen. Kommt mir nicht mit Blutung. Damit kenne ich mich aus. Das ist aber beim Ork nicht rot, sondern blau. Nee, grün. So. Grünung. Oder? Ja, obwohl, bei Herr der Ringe haben die auch schwarzes Blut, ne? Ist das nicht Soße? Soße. Da sagt er Soße. Mein Schuh, jetzt mach was. Echt mal, wir warten hier nur auf dich. Wow. Kannst du mal zustoßen wie eine richtige Frau? Echt mal. Genau. Schön, mein Gott. Mann, jetzt hast du ihn doch getötet. Warum hast du eine Blutung drauf gemacht, wenn du ihn doch tötest? Er wusste doch nicht, dass er so viel Schaden macht. Muss man dich immer erst anschreien, bevor du hier irgendwas tust? Ja, anschreien ist ja okay, aber das David schon wieder macht, das einfach. Das demotiviert mich halt einfach. So, ich beende meinen Zug. Beende meinen Zug. Voll in den Anus. Ja, komm, immer auf den. Immer rauf da. Ich bin jetzt Teamgegner, ganz ehrlich. So, Beider, den 18er schaffst du doch vor dir. Hab ich doch schon gut runtergebasht. Ja, schubst ihn einfach runter zu usen. Ich wollte gerade sagen, schubst ihn. Kann 22 Schaden geben. Ja, aber wohl. Dann kann ich ihn immer noch angreifen, ne? Ja, wenn du ja, da musst du gucken. Obwohl, ist das eine Bonusaktion? Ist eine Bonus. Stoßen ist Bonus, ja. Ich versuch mein Glück. Ich glaub nicht 25%, dass es klappt. Was das, Mann? Da dünn. Schade. Athletisch. Was? Athletisch? Athletisch? Athletisch. Ich will keine dicken Attacken machen. Adladelt. Na, dann mach doch deinen Feuerball. Ja, 3 bis 30. Kann halt auch passieren, ne? Ja, schaffst du schon. Immer, dass du da 3 Schaden machst. Es gibt auch sowas wie Fehlschlag, ne, Leute? Das dürft ihr nicht vergessen. Nein, gibt's nicht. Okay. Nicht bei Pfeiler. Da hab ich es bis jetzt nur gehabt, schade. Voll ins Gesicht! Siehste, yeah, guck! Hat doch gereicht, cool. Mensch. Mensch, Pfeilerus! Da macht er sich mal die dürfen aber nicht beklauen, die sind rot. Ja, das ist dicker. Ich glaube, am Ende schlachten wir hier nur noch alles im Spiel, Alter. Ich sag immer, Tote sehen nichts. Kannst gleich ruhig beklauen. Ja. Komm, denn Mann. Jetzt bin ich gefesselt. Willst du mich verarschen? Ich kann mich jetzt 10 Runden nicht bewegen? Ja, weil der Gegner Team Usen ist, Alter. Du warst frech zu mir, hast du verdient. Ganz einfach. So, was mache ich jetzt hier? Wenn du willst Usen, kannst du sonst den anderen beiden schon gleich helfen gehen. Ich habe hier unten nur noch die Magierin zu stehen bei mir an der Stelle. Echt? Sonst ist keiner mehr? Dann kann ich euch mal. Alle anderen sind da hinten. Der gelähmt ist, den kann ich nur wenigstens noch weg. Killer, wenn du willst. Ja, kannst du auch schon platt machen. David, pack die Schellen aus. 2x20 aus die Maus. Nee, tot ist er leider noch nicht. Ich hab einen 64er gekillt so in einer Runde. Kann jemand den 31er Bogenschützen da weghauen? Nö. Wieso stört er dich? Ich hab selber zu tun hier gerade.
Ich mag keinen Bogen im Rücken. Hast dich ja nicht mal umgezogen. Hast du irgendwie Bauchschmerzen? Du siehst nicht gesund aus. Er hat eine Blutung. Er hat auch seine Tage. War klar, deswegen die Stimme schon. Er fühlt sich bedroht und hat Blutung. Also er könnte eine Finte machen. Rennst du einmal so links, rechts, so wie beim Fußball, angetäuscht und dann haust du in das Ding von der anderen Seite rein, oder was? Hier, guck nur auf meine rechte Hand, damit ersteche ich dich jetzt. Haha, ha, doch die linke. Boah, oder der Fuß noch geiler. Oder er macht dann auf Zorro, hat er das Ding auf immer im Mund zu stecken. Okay, das hat sich komisch angehört. Ja, ich wollte gerade fragen, was für Ding hat er im Mund zu stecken? Oh, ja, das ist aber auch krass, kann sich nicht bewegen und er leidet 1-6 Schaden pro Zug. Oh. 10 Züge bin ich gefangen. Das ist ja. Was ist denn das für ein Spell? Kann ich hier nochmal nachlegen? Muss ich mir doch vielleicht mal einen Zauber einpacken, wo ich so Entbannungszauber machen kann. Nice, tot. War seine eigene Schuld. Er wollte es. Also diese Passiven sind so krass, ne? Ja. Bei Magiern jetzt, die können uns gar nichts mehr. Ja, wenn wir zu dritt angreifen, natürlich. Das, ja, aber halt nur durch den Gedankenschinder, womit hätten wir das ja nicht. Deswegen, ne? Meine ich, ja. Wir hätten uns ja schon gegen entscheiden können, also an der einen Stelle. Fesselnder Schlag ist das. Ja. Na, YouTube, machen platt. Ah, muss man wieder drauf konzentrieren. Ja, hau drauf da. Platz kriege. Du krittest immer, wenn du draufschlägst. Ja, aber muss auch, für meinen Grundwert gut sein, oder? Ja, er ist ja immer noch gelähmt. Dennoch 8 Runden, also. Du hast Zeit. Der war gut. Der stimmt, der Hitze. Die Hitze stimmt, schade. Ich hab die gemacht. Sterbender Schwan. Sag mal nochmal. Welchen Bogenschützen meintest du denn, David? Der hier, ja. Der da. Aber wenn du den vor mir machen kannst, dann kann ich an den Bogenschützen ranlaufen. Also den hier. Ist die Frage, ob wie weit das entfernt ist. Okay. Bisschen sehr weit entfernt, ich muss erstmal runterkommen. Okay. Aber wenn du den hier hinten treffen würdest, dann verliert er seine Konzentration und dann kann ich mich wieder bewegen. Kann ich mich der, auf er ist Punkt jetzt nächstes dran und dann bin ich wieder dran und dann, weißt du? Obwohl, wir sind zusammen dran. Aber wenn du an ihn rankommst, meinetwegen. Ich bin mit Pyla, ich bin mit dir dran zusammen, ja. Wenn er den vor mir machen kann, dann ist das schon mal gut. Aber mir ist es eigentlich relativ egal, welchen er tötet. Schafft das schon. Ja, eine Einstellung hier. Wenn du an den da hinten rankommst, dann ist so, das kein Ding sein. Wie gesagt, es geht mir darum, dass ich das nicht mehr, also dass ich nicht mehr gefesselt bin. Cool. Konzentration hat nicht ganz so funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber hat die Konzentration verloren, ist in Ordnung. Ja, ich habe gedacht, dann greife ich den gleich wenigstens einmal mit an. Aber David kann sich wieder bewegen. Hat zwar eine klaffende Wunde, aber... Jetzt nicht mehr. Da ist er. Doch, die klaffende Wunde ist immer noch dabei, David. Der mag dich irgendwie nicht. Alter, 8. Wieso? Mir geht's gut. Ich hab noch voll das Leben. Komm platt, David. Dann bist du normal dran. Alter, die Kamera konnte sich gerade gar nicht entscheiden, wen sie zuerst zu gucken soll. Der eine ist tot. Hä, ich hab verfehlt. Ah, das ist doch scheiße. Zack. Alex sticht den anderen ab. Jusen? Was denn? Okay. Sehr gut. Ey, warum zoomt die Kamera immer rein, wenn die Gegner sterben? Das ist langsam echt ein bisschen lästig. So. Es sind nur noch der 18er hier vor mir. Ja, der wird halt irgendwas vor, oder? Ne, okay. Ja, ich hab den getötet und bin noch vor. Lalalalala. Boom, sehr gut. Kannst du so. Die dürfen auch die trotzdem nicht plündern, oh, ne? Ja, vielleicht mögen die. Katzin, Katzin! Oh,
Die haben geile Sachen dabei. Ich bin in der Cutscene, doch nicht. Naja, auch geil. Also. Plündern oder nicht plündern? Ach so, ich darf. Nee, ich darf mit dem Typ. Ich darf den irgendwie. Okay. Der Typ sagt, ich darf den nicht plündern. Bei dem probierst du auch gerade. Okay. Also den einen habe ich hier beklaut, hier hinten. Den hier vorne kriegen wir aber nicht, weil hier die Dings rumlaufen. Ja, ja. Die, wo die Leute das nicht direkt sehen, die kannst du mitnehmen. Hä? Das ein... Was? Jetzt geht's doch nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Ich habe einen Schlüssel. Oh nein, hier drin ist noch einer. Hm. Komm mal. Wollte doch gerade da hochfliegen, David. Alter. Der hat sich extra versteckt. Ich wusste nicht, dass da hinten in der Ecke noch einer steht. Der hat's halt nicht mitgekriegt, der hat gerade noch geschlafen. Ja, jetzt. Ich glaube, der hat sich angefasst. Ich spare mir den Anblick, wie seine Kameraden tun. Warum kann ich jetzt nicht aufs Dach schweben? Dummes Spiel. So, kann ich mir noch neue Leben wegkloppen? Ja, kann ich, warte. Was? Nicht genügend Bewegungsrad? Noch ein Schlüssel. Nein. Okay. Da ist er da. Sehr gut. Da habe ich nur noch ein Leben. Weil du David bist? Weil du der David bist. Ich habe eine Truhe gefunden, wofür wir einen Schlüssel haben, aber da ist ein Bild oder? Spendenkosten. Ups. Nice, 170 EP. Mit wem redet der? Redet der mit mir? Nee. Hinter uns. Ich bin im Kampf, Leute. Bist du drin, Alex? Ja. Wo bist du, oben oder unten? Bei mir steht gerade nur, deine Langfinger haben Aufmerksamkeit erregt. Da könnte eine Erklärung angebracht sein. Ja, warte. Nicht zu ihr gehen jetzt. So. Ach so. Sehr gut. Okay. Wir prügeln uns hier durch, ey. Was machen wir, wenn das kleine Kind vor der Tür sagt, ey, ihr dürft hier nicht klauen? Machen wir denn das gleiche? Klar, 2630 Gold ihm geben. Was, du jetzt, oder was? Ja, einfach rausreden, Peiler. Ja, wenn er dich nicht rausreden kann, greif an. Vielleicht sollten wir aufhören zu looten. Niemals. Na doch, also, ich dachte, ihr hört auch auf. Oder macht ihr die ganze Zeit bei. Okay, du bist ein Dieb. Du kannst dir überzeugen machen. Na dann los. Ja, überzeugen, klar. 4-4-1. Dann überzeugt die. Zeug denn, dass das eine Spende ist. Spende an die Armen. Easy, easy going. Aber merkt ihr gerade, dass es keine richtigen Cutscenes vorher mehr gibt, wo die miteinander reden gerade? Das sind bloß stumme Bilder. Irgendwie voll komisch, Alter. Ja, aber es war wahrscheinlich nur, weil es so nebensächlich ist. Bei der jetzt bei ist David das Gleiche. Aber ich glaube, bei normalen Sachen ist es... Nee, aber auch am Anfang, bei jeder Kleinigkeit war ein richtiges Video und eine Unterhaltung drin. Hier kommen nur noch Leute und die Off-Stimme redet. Nice, ich hab den... Ich hab den davon überzeugt, dass wir hierher gehören. Naja, siehst doch schon so aus, oder? So, kann er jetzt mal weggehen, ne? Du musst die dicke Kiste hier vorne noch aufmachen, Alex. Ja, ne, ich würde eigentlich erstmal die hier gerne looten. Mann, ich bin noch versteckt. Noch eine Wache. Wir haben noch eine vergessen hier hinten, oder? Da ist ein Bogenschütze noch. Mit einem Baden, zwei Bogenschützen. Ich quatsch mit dem Schwein.
Okay, dann lootet einfach erstmal. Aber wollen wir uns erstmal auf eine Ecke einigen, die wir zuerst looten? Also ich wäre eigentlich dafür, dass wir hier nicht weiter looten, weil es kommen immer wieder Wachen. Ist egal. Quatsch, das sind bloß die, die hier rumstehen noch. Lass doch kommen. Ja, warum, nicht los, über Quest, warum nicht über Quest nicht statt looten? EP kriegen wir auch so. Ja, und Gegenstände kriegen wir auch so. Jetzt haben wir es nun mal gemacht, dann nehme ich den Loot doch mit. Oh, der erwischt mich immer wieder, alles klar. Das meine ich ja. Ist doch nervig. Warum nicht einfach weitergehen? Habt ihr Truhe gelootet? Sehr schön. So, wollen wir nicht einfach weitergehen? Scheiß auf den Rest. Ach, nein, Josen. Was ist denn los? Ne, ich bin jetzt auch bei meinem Solo-Game. Ich versuche schon vieles mitzunehmen, aber jetzt nicht alles zu looten. Das geht, wir können noch weiterlaufen. Lass doch den Dorfbewohnern das, was wir haben. Ansonsten echt ist jetzt? Jetzt ist doch hier nichts mehr. Wir können uns doch jetzt einfach wie voll sind. Ne, die Scheune wollte ich noch looten. Haben wir nicht, ja, wie gesagt, da kommen alle zwei Minuten wieder so ein Typ und quatscht einen voll. Ne, der spricht dich auch alleine an, wenn du sie betrittst. Und wo haben wir jetzt XP herbekommen? Gute Frage. Ich habe hier eine Spieluhr aufgehoben. Also ich kann nicht reinkommen. Wenn jemand drin ist, dann lootet mal bitte. Ups, fuck. Ja, der wird schon drin als Eulenbär. Aber hier sind noch Wachen um Gebäude drumherum, also drei, vier Leute sind hier noch. Hinten ist eine Tür, die könnten wir aufmachen. Da ist aber auch eine Wache. Ja, warte, ich komme. Ich mach die Tür auf. Ich komme schon. Ich mach die Tür auf. Wache. Ah, die ist aber verschlossen, wie es aussieht. Und die ist rot, wenn man es aufmacht. Ah, hier steht noch eine Wache davor. Und verschlossen immer noch. Ja, aber dann kann Peiler wenigstens wollen. Ah, okay, die wollen eh mit Peiler. Mach mal die Tür auf. Hau die Tür auf. Aber ich kann auch gegenhauen. Okay, tot. Doch, wo noch da hinten ein. Schläft einer, den könntest du vielleicht bestehlen, Alex. Röthauch. Gib mir. Everyone else minds their business, I'll be fine. Ruhe, neben dir ist auch noch verschlossen. Alles Erfolg. Hab ich. Zuerst wollte man dem Spiel eigentlich immer recht lieb spielen, jetzt werden wir immer böser hintenrum. Ich glaube, wir ja einfach alles. Ach, eine Scheune. Hab alles gekriegt. Also ihr werdet böser. Ich bin dagegen, dass wir hier die arme Scheune ausmachen. Wir hatten vorhin gesagt, lasst mal noch die Zivilisten schlachten. Du hast das als erste geschrien, Fräulein. Also jetzt tu ja nicht so, als wärst du der Gutmensch. Das war ein Scherz, hä? Ich wusste nicht, dass man hier keine Witze machen darf. Verzeihung. Dann nehme ich zurück. Na, Judith. Just Judith. So, also war hier unten noch eigentlich. Ja, Knoppi, ich hab jetzt alles. Auf der Karte können wir auch nicht mehr irgendwo noch lang. Wir haben die Karte, glaube ich, relativ gut. Na, sonst hätte ich gesagt, teleportieren wir uns von unten sind wir gekommen. Und gucken, wo ich die Quest wieder noch haben. Mhm. Weiß ja bloß nicht, ob es links noch weitergeht. Beim Zirkus, wisst ihr? Na, da sieht aus, als wenn auch was fehlt, aber vielleicht kommen wir nicht von der Ebene dahin. Okay. Ich glaube, jetzt alle Truhen, alle Rucksäcke, glaube ich, hier packt. Ja, aber Weg wird da jetzt nicht angezeigt, dass wir da irgendwie langlaufen können. Deswegen nicht. Und wenn wir hier oben noch nicht weiterkommen, würde ich sagen, Baldus Tor. Baldus Tor bin ich dafür. Einer hat abgelehnt. Ja, warte kurz. Ich hab ja gedrückt. Ja, ich warte. Ja. Warte kurz. Wer war das denn nur? Warte, der kurz. Sagt, warte, ich weiß es nicht. Wer war das nur? Okay, dann bin ich gleich wieder da. Okay, dann geh erstmal. Bin sofort durch hier. Ich hab hier noch Truhen und Rucksäcke gefunden. Frage, ob was hier scheiter drin ist, wa? Geht.
Helm der Hast. Aha. Den hattest du vorher auf, war Jusen. Der blaue dich beim Abwehr. Des Engelsschlafes, alles klar. Das ist geil. Ich muss so zwei Züge ausruhen, sag ich mal, da habe ich eine lange Rast. Ich kann dich auch einschläfern zwischendurch, wenn wir nicht im Kampf sind. Ja, aber einschläfern bringt kannst dann, du nicht. Ich habe keine lange Rast dadurch. Na, eine lange Rast nicht, aber du wirst wieder erholt. Vergammelte Zitrone ist wichtig, Alex. Schockiger. Oh, Jade. Ich bin ein bisschen überladen. Wenn ihr mir ein bisschen was rausnehmen könntet, wäre super. Ich bin dabei, warte. Nee, Jusen klaut mir immer nur die Heiltränke. Bitte ein anderer. Ich klau dir keine Heiltränke. Ich hab dir noch nie Heiltränke geklaut. Alles hier. Ich frag sogar, ob ich überhaupt Heiltränke benutzen darf. Bin ich überladen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört mit den Heiltränken. So, ich habe jetzt, glaube ich, wirklich. Jetzt habe ich wirklich alle Truhen und Rucksäcke hier, glaube ich. Jetzt können wir los. Jusen pfeift sich hier immer hinter. Hey, aber nur wenn ihr nicht da seid. Ja, wollte gerade sagen, immer heimlich. Der Junkie. Ihr wisst doch gar nicht, ob ich was genommen habe. Und ich pümmel hier mit einem Leben rum. Nein, kann ich nicht heilen, tut mir leid. Bin kein Heiler. Kann dich aber nicht heilen. Kann sich doch selber heilen. Ich weiß nicht, kann er sich als Eulenbär heilen? Nein, kann ich nicht. Meine ich ja. Man muss ihn extra heilen irgendwie. Wenn jemand heilen kann, wäre es cool, aber wenn es keiner kann. Pech, Alter. Soll man einen Trank nehmen? Heilen kannst du nicht heilen. Kann ich auch nicht. Er kann ja keinen, als Eulenberg kann er keine Tränke, er kann nicht auf sein Inventar zugreifen, der Lauch. Wir können los, ich bin fertig, ne? Zum Trinken. Wir können los, ich bin fertig. Also als auch zu Baldur's de Garte. Baldur's naja, Garte, mach ja. Mach mal jetzt so. Dauert denn da so lange? Baldur's de Garte. Doch, Junge. Du musst doch noch eine Inventur machen bei dem Scheunen. Ja, ich muss mir das alles angucken und abnehmen. Ja. Ist nun mal ein neues Jahr, muss man Inventur machen. Echt mal. Ja. Muss alles zählen, ob das alles doch noch da ist, was ich hier geklaut habe. Also mit der Bestandsliste abgeschickt. Ey, da fehlt doch mal so Kacke. Wer hat hier klaue ich geklaut. Nicht nochmal. Hier klaue ich nicht nochmal. Früher gab's mehr. Inflation schlägt zu. Früher war alles besser, ja. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir spielen oder so, ich werde nochmal ein bisschen umskillen. Ich will mir doch mal für meine Zaubersprüche. Ich bin da bloß 17 auf Intelligenz. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich 20 bin. Wenn du 20 bist, bist du volljährig. Dann darfst du die großen Zauber machen. Achso, warte, ich will mal kurz speichern. Jo, nee, ich mache kurz Pippi. Bis gleich. Ich muss mir halt bloß überlegen, was ich dafür einbüße. Das ist halt so ein bisschen ein Problem. Wahrscheinlich eher, Was waren die andere Taste? I? Warte mal, ich guck mal bei deinem Charakter. Ich glaube, ich werde Geschichte vielleicht rausnehmen. Nee, du musst ja bei deinen Basiswerten, Peiler. Du kannst Charisma und Weisheit vernachlässigen, weil die haben nichts mit deinen Magierfähigkeiten zu tun. Jo, man muss bloß immer ein anderer das Reden übernehmen. Genau. Aber du kannst ja, bei Intelligenz hast du ja auch, glaube ich, irgendwas mit Reden. Das geht ja, glaube ich, auch auf Intelligenz, Sachen. Es kommt drauf an, ne? Ja. Nee, aber hat Alex schon recht, da werde ich, denke ich, mal vielleicht zwei bei Charisma runternehmen, einen bei Weisheit und werde die bei Intelligenz mit reinpacken. Ja, Peiler, du kannst. Und dann habe ich auch eine höhere Chance auf Rettungswürfe. Du kannst dich für 200 auch so komplett respecken. Ich glaube, du fängst ja von Anfang an wieder an. Du hast. Nee, nicht. Alle. Du hast alles. Ja, ja, klar, ich muss komplett neu skillen, aber ich will jetzt nicht dahin gehen, das alle machen. Das dauert 20 Minuten und. Ja, nee, nicht jetzt, aber das könntest du jederzeit quasi machen. No, können wir ja am Ende der Session machen. Genau. Danke, Alex. Bevor wir jetzt hier nochmal. Ich habe jetzt nicht gehört, was ihr für einen Plan habt, aber wir haben hier ja noch diesen Garten, wo wir diesen krassen Kampf hatten. Wollen wir den vielleicht nochmal machen? Haben wir den nicht gewonnen? Wir mussten ja neu laden, weil Jusen im Gefängnis gelandet ist und weil er die Leiche gelootet hat. Was er nicht sollte. Vor der Wache. Das stimmt so nicht. Also ich renne dir hinterher, Alex. Ich renne nur mal kurz zum Händler. Achso. Solange David auf Toilette ist. Und wo ist der Garten? War doch gerade hier da oben, da, ich muss doch
Achso. Ich hab geklickt, dass wir reisen. Okay, gut. Na, dann geht's los. War das hier nicht errötete Nixe? War das nicht das? Ja, ja, war hier oben rechts, genau. Wie gesagt, ich war nur auf dem Weg zum Händler, aber wir können das gerne machen. Warte, ich vor dem Tor usen, nicht dran vorbeilaufen. Und tschüss. Hier. Ich bin gleich dran vorbeigelaufen. Doch, bist du. Hier geht's rein. Ich geh noch schon mal vor. Ihr seid da oben. Ja, warte. So, und jetzt sollten wir uns besser hinstellen. Also ganz hinten rechts, da an dem Brunnen, da war der. Wenn er mal mit WASD mal in den Garten reingeht. Der Brunnen, diese dicke Statue da oder was? Nee, nee, hier hinten. Hier hinten. Da. So, da. Okay. Ich brauche halt eine erhöhte Position. Also ich muss entweder irgendwo links, rechts stehen bleiben oder muss gucken, dass ich gleich hier hinten irgendwie nach oben zu den Bogenschützen komme. Ja. Okay, ich würde sagen, ich versuche mich erstmal mittig hinzustellen, oder? Ich kann den Typen auch leben, Alex. Also festhalten. Ich habe hier noch meine Zaubersprüche, die ich ausprobieren will. Es waren aber mehrere Pfeiler. Also vielleicht stellst du dich direkt hier oben hin. Ja, genau. So in der Ecke habe ich auch gedacht. Na, ich kann die ja auch alle verlangsamen, denn ich kann ja 6 Typen auf einmal verlangsamen. Ja. Jusen wäre gut, wenn der direkt hier stehen würde. Okay. Dann kannst du agieren. Kann ich kurz nochmal speichern? Ja. Ja, gleich. Warte, Jusen, nicht da reinrennen. Nicht reinrennen, bitte. Ich bleib hier bei der Treppe, wie du gesagt hast. Ja, ich weiß nicht, wie weit der Radius ist von den Typen da. Jusen, bist du im Kampf, Jusen? Nee, noch nein, nicht. Nein. War jetzt nicht drück, gesehen. David. Ja. Wer macht denn da dauernd Rettungswürfe? Das sind die unsichtbar sind. Da, Todeshaupt. Jetzt hat er ihn gesehen. Ich bin hinten fast an der Position, die du mir gesagt hast, Alex. Ja. Und jetzt bin ich oben. Was ist mit dir, David? Rettungswurf. Hab einen entdeckt. Hier ist einer. Und ich hinter euch bleiben und die anderen nach vorne schicken halt. Ja, aber du stehst da ziemlich weit weg. Ja, ich bin ja noch nicht vorgelaufen. Ich gucke, muss entkoppel die Bäden jetzt so mal, weil die können ja unten lang laufen, wa? Ach so, soll ich meinen Feuergeist noch dazu holen oder wollen wir uns den aufheben? Den kannst du aufheben, ja. So krass waren die, glaube ich, nicht. Meine Druidin muss ja nicht so nah dran. Ich würde unten nur kurz mal Dorn machen. Ja. Ja, da geht der Kampf los, wenn du das machst. Ja. Ich denke auch, ja. Und vielleicht triffst du hier noch Zivilisten. Hier unten stehen noch Kinder. Ja, genau. Warte erstmal, bis der Kampf losgeht, David. Und dann gucken wir mal, wie die stehen. Und am besten stellst du dich, David, hier hinter. Damit die. Weil Jusen ist ja auch hier. Nee, ich stelle mich auf die andere Seite, dann kann ich von hier oben runterschießen. Warum bleibt der beim Verstecken nicht gehockt, wenn man in einem Busch steht, Alex? Weil du hier die ganze Zeit gesehen wirst von den Leuten. Kannst dich hier nicht verstecken, quasi. Okay. Gut, dann quatsch ich den jetzt an, ja? Seid ihr soweit? Ja. Gut. Geht's. So, und Pylon und Eson als erstes dran. Wo sind beide böse, wa? Beide unten böse und die beiden oben böse. Und er hier. Genau, und der in der Ecke böse, ja. Ach, den hinter Baum habe ich zuerst angreifen. Den hab ich gar nicht gesehen. Na, den hinter Baum würde ich mit angreifen. Nee, Jürgen, du kannst gleich hier runtergehen. Zu den beiden. Okay. Wenn du den da, den 28er, den könntest du gleich als erstes töten. Ja, okay. Und dann kannst du ja noch auf die da reinschlagen. Alles klar, dann mache ich das. Dann übernehme ich die da unten, wenn ich dran bin. Genau. Ich mach den hier oben platt. Stimmt, die machen sich ja unsichtbar die ganze Zeit. Ja, genau, das ist es halt. Ach, der hat, Unaufhaltsam haben die. Unaufhaltsam Ufer, hat er noch gehabt, ja. Ah, der andere hat 3 unaufhaltsam drauf. Ich sehe es gerade. Dann greife ich erstmal den anderen an, damit der tot ist. So. Oder so? Ja. Schade, mein krasser Angriff hat jetzt natürlich nichts gebracht. Das habe ich nicht gesehen, dass der unaufhaltsam hatte.
Ah, der hatte, glaube ich, auch drei. Jetzt ist, glaube ich, auch weg. Ja, aber der kann sich jetzt nicht bewegen. Wenn der sich da irgendwo wegbewegt in den Tentakeln, dann ist er wieder sichtbar. Okay, läuft. Haha. Warum stechen die Zivilisten ab, Alter? Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Das ist ja mega mies. Bleib mal da unten, meine Pups. Oh, ich bin betäubt. Ich auch. Wusste, ich hätte die da unten erst beide platt machen sollen. David? Warum habe ich es nicht? Kannst gefallen? Du, warte mal. Welcher hat jetzt Konzentration auf Usen? Die vier. Die da, ne? Ja. Genau, dann. Zweck, was rausgetappt. Wäre am besten, wenn du die Konzentration von der als erstes brichst. Damit guck, die. Ich hätte auch Blitze, da kann ich. Oder? Ah, oh, ne. Also damit du dieses so weit, du musst mich anders positionieren. Genau. Entweder musst du hier so dich hinstellen. Warum geht denn das gerade nicht? Alt. Hier hinstellen, dann triffst du beide. Ich guck gerade, das sind 45. Ich hab geschaut, ob ich noch einen hab, der ein besser ist. Oh, Pfeil und Bogen wäre 95. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber... Naja, aber du triffst... Die Konzentration ist weg, ja. Ja, genau. Okay, also die unten dann, die auf Usen konzentriert ist. Ja, genau. Genau, die Sirien. Die hat auch unaufhaltsam, du brauchst ja da keinen krassen Angriff. Ach ja, stimmt, ja. Na, Hauptsache Konzentration... Deswegen habe ich ja die Konzentration gemacht. Ihre Konzentration war erfolgreich, ja. Ja, schade. Aber er hat ja noch zwei. Er hat ja noch die Dryade und den Holzweid hier. Wir dürfen nicht vergessen, wenn die beiden sich bewegen, kann das auch durch die Tentakeln. Ja, ja. Alles gut. Das stimmt. Der Typ hat ja mich erst angegriffen, der wird sich erst nicht bewegen. Hm. Einfach rausgesprungen. Fehlschlag. Ignoriert ihr mich? Nee. Ja. Doch. Doch. Greif mal Alex an. Mich an. Aber Fehlschlag. So. Ich könnte Dawn da unten nochmal machen. Dann kriegst du vielleicht. Ja, halt's da nochmal auf, klar. Ah, auch nicht. Schade. Es wäre aber wichtig, dass du jetzt die Konzentration brichst. Also entweder jetzt bei der da unten, damit Usen angreifen kann. Und dann wäre wichtig, dass die Konzentration gebrochen wird, damit ich was machen kann. Ja. Als nächstes. David könnte nur noch mit dem Baum den Dude hier angreifen. Ja, ich könnte mit dem Baum hier oben angreifen. Na, dann greif mit dem Baum als erstes den Dude da unten an. Ja, so weit läuft der nicht. Ist Nahkämpfer. Achso, naja, gut, dann ist... Die Dorn da unten haben die Konzentration auch nicht weggemacht. Und Unwahlfalls haben auch nicht, obwohl sie Schaden bekommen. Nee, sie hat ja keinen Schaden bekommen. Richtig. Noch nicht. Ja, scheiße. Der Baum trifft echt selten. Ja. Naja, weil die ja auch so gewandt sind, ne? Naja, aber auch gerade mal Stufe 8. Also, okay, ist unsere Stufe, ne? Ja, und ihn kann ich nicht mehr hitten, oder? Na, schade. Na, gucken, wie es weitergeht. Da muss ich Depot gleich richten. Haben sie uns betäubt. Die Schweine. Fehlschlag. Sehr gut. Aber es läuft schon mal besser, glaube ich. So stelle ich mich mal neben den Gegner. Hallo. Okay. Und wir sind nicht mal betäubt, Jolin. Doch, du noch. Aber ich nicht mehr. Ah, jetzt kommt Verstärkung. Oh. Wir laufen wieder durch. Dorn, ja. Jetzt kriegen die da die Dorn. Ey? Warte. Okay. Na, ist jetzt die Cutscene von den Hauptmann hier. Mhm. Was ist jetzt? Was? Ja, wir stehen da alle unten zusammen in den Tentakeln. Nee, das ist nur für die. Das ist nur für die Cutscene, Leute. Das ist ja klar, aber macht trotzdem keinen Sinn. Ah, sieht lustig aus. Defective. Very well. Another offering to Baal. So, darf ich jetzt meine Attacke machen? Okay. Jetzt hat die Frage, soll ich die Dorn ausmachen? Nee, wa? Bis jetzt kriegen sie ja gut Schaden dadurch, oder ein bisschen Schaden dadurch. Auch nicht geklappt, oder? Doch, unten hast du die Konzentration gebrochen, glaube ich. Ja, Konzentration gebrochen und Dings ist unaufhaltsam ist weg. Ja. Stimmt, das unaufhaltsam ist weg. Gut, dann hat's ja was gebracht. Ein bisschen, ja. Weil. Der verreckt da unten ganz langsam und macht sich wieder unsichtbar. Ist das ein Kleiner.
Ja. Ha. Gut, Rettungswurf gelungen. Stärkung kommt da gleich auch noch. Ne, brauchst du nicht. Du, Alex? Nö, nö. Ist gut. Trifft nicht, der Homo. Der Homo. Oh, Glück gehabt. Hätte mich fast erblindet. Brauchst jetzt du nicht, brauchst du nicht schützen, an. Brauchst du nicht schützen. Ist die Hauptmann-Typi da. Die ist doch eh sauer, wir haben doch eh gerade Leute von ihr umgebracht, oder? Nee, die ist, die ist grün. Gut. Das ist grün. Genau. Ey, wir haben doch gerade eben davor, wo wir waren, haben wir doch welche in roten Roben umgebracht. Das sind doch die eigentlich. Ja aber die sind trotzdem grünen Pfeiler. Die wissen nichts davon. Können wir ja nichts dafür, dass die durch die Dornen laufen. Alex, soll ich den vor dir umhauen oder den 25er da unten? Mir ist es jetzt egal, ich habe keinen betäubenden Blick mehr auf mir. Oder dann nimm dir den. Der steht gerade im Rücken zu dir, bist im Vorteil. Vielleicht. Und erhöhte Position. Rücken kann er schwerer blocken. Hä? Ich kann noch die Erregungsrate? Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, schade. Aber er ist mental erschöpft, David. Was wirst du tun? Ah, shit, ich wollte noch die Dings in die Hand nehmen. Ja, nice, nice. Einen hat er noch. Ey, der müsste doch fast tot sein. Ja, einen hat er noch. Länger als andere. Schade. Ach! Schade. Einmal mit seinem Stab. Hat wahrscheinlich, Er ist nur zum Zaubern, nicht zum Zuhauen. Leider. So, er macht doch nur 5 Schaden. Das sind nur die Zaubersprüche, die gut sind. Die Dornen ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Dann nee, ich glaube, die Dornen kannst du jetzt ausmachen, weil die sind, da läuft jetzt keiner mehr durch, so wirklich. Nee, ich könnte den Einser damit hinten töten. Aber oder ich könnte mit einem verstärkten Schlag den Typen hier oben angreifen. Würde ich sagen. Und die Dornen ausmachen am besten, damit Yuzen da runterlaufen kann. Er kann doch hier auf den Einser die machen, hier müssen wir ja nicht hin. Die Dornen kann ich jederzeit ausmachen. Ja, genau. Also, aber du meintest doch gerade, die hier hinten hin machen, damit der mit drauf geht. Damit der Einser stirbt, ja. Aber dann kann ich halt den hier vorne nicht machen. Der Einser stirbt aber wahrscheinlich durch den da. Also hier haben wir ja auch noch einen. Der greift auch noch an. Dann guck ich mal, ja, komm ran. Ich würde die Dorn ausmachen, damit Yuzen da runterlaufen kann. Daneben. Das wäre nett, ja, wenn die Dorn wegkommen. Genau, Chippitoppi. Bei Yuzen ist nämlich jetzt gleich als nächster dran. Und dann jetzt los. Dann geh ich auf diesen Syrian, ja? Ja, genau, der da unten steht, ja. Bin gleich wieder da. Versucht's auch immer wieder, David, sie trifft mich. Nächste Position läuft immer ein Stück dichter ran. So, Yuzi. Deine Attacke runter, schlachte mal. Nicht den Sirian. Oder? Sirian. Nice. Hab ich mal weggekillt. Zoomt die Kamera wieder rein. Geil, wie sie bei mir gefallen ist. Wie das aussieht. Und mit dem Kopf so. Also, ich wollte nur sagen, ich habe einen 76er in einer Runde weggekillt. Also, hier hinten steht der nächste, Yuzen. Den siehst du bloß nicht. Der ist unsichtbar. Ja, vielleicht kann ich da was hinmachen. Wenn du irgendwie so ein Feuer, Alchemiefeuer werfen kannst oder so, schmeiß da mal eins hin. Alchemiefeuer? Na, diese Flaschen, die so golden. Ich hab eine Rauchpulverbombe, die kann ich da hinwerfen, wenn du willst. Nee, da versteckt er sich ja. Ja, nice, Yuzen. Hast du ihn gekillt? In einer Runde, locker, 76er, was ist denn? Hast du kein Alchemistenfeuer oder sowas? Nee, leider nicht. Kannst du mir das reinpacken oder so schnell? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Das kostet. Doch, doch. Oder? Ach so. Nee, kostet Aktion, glaube ich. Oder? Warte mal, ich kann mal gucken. Ich kann mal gucken, ob ich da eins reinpacken kann. Also, wenn wir zu ihr rüberpacken, dann. Nee, ich kann's nicht auswählen aus dem Inventar. Ja, schade. Kann's auf jeden Fall steht er da ungefähr. Ich kann's nicht ziehen. Kannst du noch eine Aktion machen, aber ich kann nichts machen. Also es bringt nichts irgendwie. Na, kannst du nicht Fernkampf deinen Speer werfen? Einfach so random da rein erstmal oder was? Weil, wie gesagt, ich sehe ihn ja nicht.
Nee, ja, aber hier um dich herum stehen auch noch welche. Da hinten steht der Einser. Ja, kannst du auf den Einser den Speer werfen? Klopfst du den da jetzt erstmal weg? Hier oben steht noch einer. Ja, hier oben steht auch noch einer, genau. Die links. Oh, dann ist der Einser wenigstens weg. Ja, genau, siehst du, tippitoppi. Alter. Ja. Ich glaube, umso weiter der Gegner wegsteht, wenn Yuzen das Limit ausreizt, wie bei mir, dann trifft er besser, oder? Macht er mehr Schaden. Wo ist der nächste Gegner? Da oben. Da oben. Ob ich den kriege? Probier's. Den hat das jetzt zum Beispiel getroffen. Wo hast du jetzt gemacht, Peiner? Hier, genau über dem, wo du gekillt hast. Achso, nee, ich dachte bei dir oben. Ja, ob du den kriegst, weiß ich nicht. Den anderen, den kriegst du aber. Nee, der ist so weit weg, aber ich vielleicht. Kannst du nicht noch 3 Meter rangehen oder fliegen? Kannst du hier bestimmt bis hierhin laufen oder so? Nee, ich kann nicht wirklich mich mehr bewegen. Okay. Dann noch einen. Dann triffst du den hier oben auch nicht. Doch, den da oben. Boah, stell dir so viel im Weg, aber versuch's. Nee, komm ich nicht ran. Dann mach Ende. Na nee, werf doch den bei Alex ab. Den triffst du wenigstens. Ja, aber dann triffst du uns alle auch. Hä, kannst doch laufen, du Kleiner! Entspann dich doch mal. Wusste doch, dass du noch nicht gelaufen bist. Warum greifst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, weil ich nicht so gut höre. Ich hab broken. Schmeiß die Dinger. Ich sage ja, du brauchst keinen Bogen mehr, das Ding ist einfach das Heftigste. Ja, stimmt. Also für Nahkämpfer, sage ich mal. Natürlich, wenn du Waldläufer bist, dann kannst du bestimmt noch andere Sachen, aber. Nochmal oder was? Ja, stimmt, du hast ja ihn gekillt. Ja, aber jetzt komm ich. Da hinten komm ich nicht mehr. Ist da noch einer, oder? Kannst du ihn einfach da hinwerfen? Kann ich, aber bringt nichts. Das ist doch den bei Alex werfen können. Nee, der macht auch Flächenschaden. Wenn die hätte Alex auch Schaden bekommen und die. Na gut, ich habe 3 Gegner gekillt, ich hoffe, das reicht erstmal. Na denn? Nee. Wenn das mal 5 Usen. Okay, es tut mir leid. Ich gebe mein Bestes. Aber ich kann keine Gegner töten, die ich nicht sehe. Nimm mich da ruhig altmodisch. Geht doch mit 58. Endlich hast du mal was ausgepackt, Junge. Gib dir gleich, Alter. Kleiner Zwerg, komm doch. Jetzt wird er wohl übermütig, da der kleine Hörnchen. Ne? Killt da mal 2-3 Leute, dann glaubt er, ist der übelste Imba-Typ hier, der rumläuft. Ey, schön, dass du auf meiner Seite stehst, finde ich gut. Hast du den 28er da vorne weg? Oh, ich kann das nicht einsetzen. Das war denn eigentlich nicht mein Plan. Die soll sich mal umdrehen. Was macht der Typ da? Der steht die ganze Zeit auf der Stelle und rennt hin und her. Er für ein Bastiado, Alter, warum will er nicht kämpfen? Wie gesagt, musst du ein Alchemiefeuer hinwerfen oder irgendwas, was du sonst hast. Habe ich auch nicht, immer noch nicht. Aber wenn er dein Speer da. Mit 19 Stück davon habe. Nee, haben wir schon probiert, Jodin. Achso, bringt nichts mit dem Speer? Schade. Nee, ich hab da eigentlich dahin geworfen, wo er steht, wo ich denke, aber. Ich glaube, der Speer muss erst treffen, damit er den Umgebungsschaden auslöst. Okay, ja. Macht Sinn. Weil macht ja auch Sinn, wenn er mit dem Speer nicht trifft, macht er ja auch keinen Umgebungsschaden. So, David. Soll ich ihn dir markieren, David, mit deinem Mondstein? Da ist die Frage, ob ich jetzt einen Zauberspell dafür noch verbrauche. Ja, du kannst doch ranrennen und da was hinschmeißen. Ja, ich hab nichts zum Schmeißen, hab schon geguckt. Wie kann das denn sein, dass ich alle Alchemiefeuer habe und keiner von euch welche hat? Na, weil du die ganze Zeit derjenige warst, der irgendwas geschmissen hat. Ja, im Notfall immer, logisch. Aber ja, genau. Ihr hattet die doch auch mal im Inventar. Ja aber wir... Nicht alle rausgenommen. Aber wir haben nie irgendwie was geschmissen, Tyler. Was ist, Also wir haben ja unsere Aktion dafür gebraucht, sag ich mal, irgendwelche Sachen zu machen. Und du hattest ab und zu mal Leerlauf, deswegen hattest du die alle im Inventar.
Wir sammeln ja auch immer wieder neue ein. Ist trotzdem komisch, dass ich alle drin habe. Ja, wie gesagt, Alchemiefeuer ist auch jetzt nicht so unbedingt wichtig. Höchstens bei uns. Ist es nicht, aber wenn du eine Attacke übrig hast und nicht weißt, was du machen sollst und jemand unsichtbar oder sowas. Ja, das hatten wir bis jetzt aber nicht. Also alle drei nicht. Einmal vielleicht, ja, wenn überhaupt. Deswegen, also zwischenzeitlich hatte ich auch mal ein bisschen sortiert und hab dir die dann immer alle drin gemacht. Achso, siehst du? Naja, und wenn die zusammenstecken, dann ist eh der Haufen, der dann. Da ging sie da hin! Geht doch, Peiler! So muss das. Deswegen stelle ich mich ja dich dran. Der Letzte. Der Unsichtbare. Okay, bringt auch nichts leider. Ja, läuft ja nicht. Richtig. Steht ja immer noch da an der Ecke. Die ganze Runde. Ich krieg nur auch Schaden, wenn ich es aktiviere. Genau, genau. Kann sein, dass der fast tot ist. Achso, Jusen, willst du da jetzt hinrennen? Er hat noch 22 Leben, siehst du doch, ja. David. Er hat nichts verloren, David, weil er unsichtbar ist. Jetzt also ich kann einfach mal ganz nah an ihn ranrennen, vielleicht sehe ich ihn denn. Also probieren. Ich habe ja angeblich unsichtbares Sehen, aber warum bringt das nichts? Weil er einen Rettungswurf hat. Ja. Ja. Stehst du eigentlich genau drin. Also mir wäre lieber, wenn du wieder wegläufst. No. Umdrehen aber bitte. Danke. Und wenn du deinen Speer nochmal auf den Boden schmeißt? Ich meine, ob du jetzt so was machst oder nicht, ist ja wurscht. Wenn du deinen Speer nochmal genau da auf den Punkt schmeißt, auf den Boden. Ja, es ist doch genau, sag ich doch. Jetzt hat er getroffen. Sag ich doch. Wir sind so einer Katze. Ja, ist ihr kalt oder stottert sie einfach? Irgendwas stimmt mit der nicht. Ja. Hab ich doch nicht schon gesagt. Okay, hat eine Schelle auf den Hinterkopf zu viel bekommen oder so. Soll ich da mal ein bisschen mit dem Messer nachhelfen? Nee, läuft bis jetzt. Du musst dir immer so alle 2 Sekunden mit dem Messer an den Rücken pieken, dann sprichst du normal. The architecture of her consciousness buckles and collapses. Thoughts yield to a flood of overwhelming power. The elder brain. Do not waste time. This mind cannot bear us. It turns to liquid. Listen, just listen. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Necromancer. Boah, Quatsch, kein Stotterbuch, Junge. Der Teddy da. Hat heute nichts drunter gezogen. Es interessiert mich, lass mich. Tot. Oh, jetzt ist er tot. So, Jusen, du lootest die jetzt bitte nicht. Okay, ich mach gar nichts. So, warte, ich will ganz kurz speichern. Ja, das ist keine schlechte Idee. Genau, das wäre super. Ich loote nur die Leute nicht, die rot sind. Also ich Alex gar kann da gerne mehr, außer töten. Looten könnt ihr hier in der Story machen, ich töte nur. Wenn ihr sagt töte, töte ich's. Ich red mal mit dem Dude, der ist hier voller Panik, weil seine Olle verreckt ist. So, wir sind also Jusen und ich sind Level up. Eureka, dann warten wir noch ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch. Wir warten noch, dass wir alles gehen können. Naja. Macht doch viel mehr Spaß. Ja, aber ich will einen Dino verwandeln. Kannst du dich in einen Dino? Ich kann mich in einen Tag in einen Dino verwandeln. In einen Dino? Aber der hat irgendwas mit Speichel. Alter, der hat einfach 74 Trefferpunkte. Und der spuckt Säure. Oh, das ist auch geil. Aber wie gesagt, David, wollen wir es denn nachher machen, wenn wir alle Level up sind? Ja, alles gut, wir können ja noch quatschen. Also gucken kannst du natürlich. Also. Na, ich muss, bis aber ich die glaub, da. Wir haben jetzt ja alles. Bis ich die da unten looten kann, muss ich warten, bis der da fertig ist. Weihnachten ist vorbei, ne, David? Und das ist echt eine schlechte Weihnachtsmann-Imitation von dir. Nee, das ist okay, dass du das weißt, Jusen. Nicht schlecht. Na klar, ich bin auch öfter mal bei ihm. Kommst öfters mal durchs Hintertürchen, ja? Ja.
Wo seid ihr hin? Ich laufe ein bisschen durch. Oh. Leute, ich habe ein Portal gefunden. Quatsch es an. Hab ich. Muss mal Bus überlegen, wo wir jetzt hin wollen. Du hast es angequatscht, irgendwie bist du. Ja, da wird zentrale Unterstadt machen. Ja, lass mich noch hier kurz bitte fertig looten alles. Hier steht ja noch ganz viel rum. Kann ich mir schon mal irgendeinen Trank oder was reinpfeifen? Bob. Einfach ein Stufe 2 Zaubertrank. Och, jetzt habe ich mir das rausgezogen, weil ich mich wieder verdrückt habe. Du hast doch einen Trank drin, der Wachsamkeit, Pfeiler. Das ist ein Elixier drin. Oder ein Elixier, ja. Ach ja, stimmt. Dann muss ich es mit einem Spell machen. Ich habe ja verschiedene Wege. Welche Fähigkeit habe ich mir jetzt da unten aus Versehen rausgezogen? Und geht die da jetzt auch mal weg da? Würde die gerne looten? Wir könnten hier mit Damon sprechen für die Quiz. Wenn ihr Lust habt. Ja. Hallo, oh nein, nicht dahin rennen. Das sieht aus wie ein Gespräch. Nee, mit Damon sprechen für die Quest ist doch nur für die Olle mit dem. Für Karlach. Na, wir können trotzdem die Quest weitermachen, oder nicht? Nee, können wir nicht, weil die nicht bei uns drin ist. Achso. Das haben wir doch schon mal probiert. Das Überleben. Ja, die Plakate mitgenommen. Alles eingesteckt. Hat keinen Grund zur Aufregung. Mhm. Ja, mit dem Balsam. Oh, hier sprechen Leute am Tisch. Quatsch ich mich an, nee. Kann ich mir meine Uhr nicht mehr hier reinziehen? Ich hoffe, dass ich beim Level-Up Zauberstufe 6 freischalte. Könnte sein. Seid ihr jetzt alle schon weggerannt? Ne, David ist hier, Alex schleicht noch. Und suche das Nachtlied, können wir noch machen. Oh, können wir ja gleich machen. Ich gehe mal kurz auf Klo, ja, Leute? Jo. Bis gleich. Okay. Irgendwas gestorben? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, jetzt. Okay, G-Man hat das Spiel verlassen. Abgestürzt bei ihm da anscheinend das Spiel. Du speicherst jetzt? Oh, war nur ein Quickspeicher. Ein bisschen Panik, als die ganzen Wachen an uns vorbeigerannt sind. So, ich glaube, ich bin jetzt gleich durch mit allem Einsammeln hier oben. Alter, die Heldenporträts von dem Dings, die hier überall rumliegen, die sind gut was wert. Na, musst du aber gucken, ob die dann wirklich beim Händler auch was wert sind. Ja, aber wenn sie so schon nur für eine 30 oder eine 70 haben. Na, muss man. Wie gesagt, müssen wir gucken. Vielleicht jetzt nicht bei dem Händler hier, aber vielleicht woanders. Ich weiß nicht, ob es Unterschiede gibt bei den Händlern. Weiß ich auch nicht. So, ich glaube, ich müsste jetzt alles haben. Jetzt gucke ich mal, ob die da unten jetzt weg ist, ob ich die looten kann. Ne.
Na, wollen wir denn gleich Dings machen, oder was? Suche das Nachtlied, die Quest. Kannst du, kannst du speichern, bitte? Hört ihr mich oder du redest ja, mich? Ja, ich höre dich. Aber ich bin gerade woanders dran. Achso, du willst eine Kiste aufmachen wahrscheinlich. Ha, ich habe sie gelootet. Hinterm Rücken. Bam. Wir haben eine Larve mehr. Sehr nice. Achso, du hättest dich auch porten können. Wie gesagt, wir haben jetzt die Portzentrale, Zentrale und der Stadt. Mauer. Alles gut, Jusen. Ich bin hier noch nicht fertig. Immer noch. Nein, aber ich sehe gerade nur der, wie er gerade hierher rennt. Nicht alles, was ich sage, ist nur für dich gerichtet. Manchmal. Ja, manchmal wir was. Wir sind hier Vagers. Nee, Quatsch. Wie heißen die Guardians of the Galaxy? Du bist der Nahkämpfer? Ich sehe uns eher als Flodders, aber ja, danke. Wie heißt der Typ? So. Der Blaue? Also, das ist Blau, Grau. Okay. Wo seid ihr jetzt? Gut haben wir auf jeden Fall. Ja, stimmt. Die Tentakel, nee, nicht Tentakel, wer ist das? Schnurrhaare, nee, Antennenolle. Die Droiden. Ich bin ehrlich, ich hab das nie gesehen, also so wirklich die Filme nie wirklich gesehen, so. Dann schäm dich. Tut mir leid. Ich geh mal. Hat er durch die Galaxis, hab ich gesehen. Ich geh mal zu der Schmiede, ne, ich geh mal verkaufen. Jo. Okay, aber hier in der Nähe ist auch ein Händler, ein Zeitungsverkäufer. Das ist nur ein Zeitungsverkäufer, Jusen. Aber der hat Kohle. Nee, hat er nicht. Die wollen dich nur abziehen. Die Kleinen. So. Bengel. Aber vielleicht sind die später unsere Augen und Ohren irgendwie, wenn wir die anheuern für irgendwas. Of course. Wouldn't be alive to hold them if you weren't for you. Alter, die zaubert und verzaubert einfach eine Katze. Ich dachte, du bist es die ganze Zeit. Nee, ja, der Katze. Katze. Die ganze Zeit teleportiert. Die ist aber alles immun, Alter. Das war eine. Ist eine OP-Katze. Ja. Wenn die ganze Stadt untergeht, die Katze wird übernehmen. Oh, das Bewegungsrate neu. Aber nur solange der Zauber wirkt. Salamander. Ja, und mit der sollte vielleicht keiner mal reden. Ne? Oh ja, wenn er so einen Zauber auf uns wirken kann, dass wir gegen alles immun sind. Nein, er kann dann einfach nur eine unbesiegbare Katze überall hin spawnen. So. Das wäre doch auch cool, oder nicht? Ich dachte, das wäre ein Zauber. Ich dachte, die Katze wäre einfach schon da und sie hat den Zauber einfach nur auf die Katze gewirkt. So. Weiß ich nicht. Dass die ganze Katze ein Zauber ist. Ist eine normale Katze. Das ist auch eine böse Katze. Ich dachte, das wäre nur ein Zauber, den man auf andere auch wirken lassen kann. So. Ich weiß nicht, ich geh hier noch Fafi. Kannst du nochmal ein bisschen abbeißen? Dann verstehe ich dich noch schlechter. Ja. Ja, das wäre nett. Soll ich dir ein bisschen Stuff reinpacken, damit du es verkaufen kannst, Johnny, oder? Ich weiß nicht, ob der noch so viel hat, warte. Aber da, wo du gerade bist, da wäre auch das mit Karlach, mit dem Herzen. Ich weiß. Du magst Reis? Das freut mich. So, jetzt hat er kein Gold mehr. Zack. Okay. Man einmal kurz weg vom PC hängt, das ist auch so. Apeil, du warst weg, das haben wir gar nicht gemerkt. Spaß, wir haben dich vermisst. Geht's dir gut? Wo warst du? Ich gehe nur auf Toilette, aber der PC war anderer Meinung. Ja.
Jolinchen, du hast ja nichts dagegen, wenn ich dir ein bisschen Stuff reinpacke, oder? Mach doch, wenn es dich glücklich macht. Ne, nicht zum Verkaufen, aber ich bin langsam schwer. Vielleicht sammle ich ja hier und da noch was ein. Kannst mir jetzt alles reinpacken zum Verkaufen, der hat hier 2200 Gold. Ah, nice. Damit kommst du jetzt um die Ecke, oder was? Schrei mir ihn nochmal an, kriegst du einen Dolch in den Rücken. Nur ein? Du hast doch zwei, oder? Mhm. Ja, pack mir alles rein. Truth be told. Ja, ich bin auch hochmotiviert dabei, entspann dich. Naja, doch. Mach doch mal jetzt. Okay. Fall nicht um, kleiner Mann. Lies vorher die Bücher. Deine Bücher? Nee, Jusen soll sein Stuff vorher lesen. Naja, jetzt kann er sie mir auch reinpacken, ja, sein Stuff. Na, soll ich meine Bücher jetzt nicht lesen, oder was? Nein, brauchst du nicht. Weil Shaolin wirst, glaube ich, eh nochmal lesen, kurz. Also, wäre doppelte Arbeit, denke ich. Ja, ja, ich lese alles. Zu trinken, er lädt rein. Ja, aber dann... David hat schon geskillt, Alter, wie frech. Der Hundus. Finde ich aber nicht nett, Alter. Gab nur eine Möglichkeit. Vielleicht konnte ich auch nicht auswählen. Diese komische Harfe, die du hast, David. Ja. Diese Spinnenlira, das ist eigentlich ein Questgegenstand, ne? Und? Ich meinte nur, wenn du hier im Inventar hast, weiß ich nicht, ob man die als Quest abgeben kann. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Also wenn du so ausgerüstet hast, weißt du? Jusen? Ja? Dein Dreizack ist auch ein Questgegenstand. Vielleicht solltest du den ablegen. Hört ihr mich? Ist doch gar kein Questgegenstand. Ja, wir hören dich. Aber ist doch gar kein Questgegenstand. Hä? Ja, nee, Alex. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Es ist doch gar kein Questgegenstand, was ich habe. Ich kann mich bewegen. Schnellreise in deinem Zustand nicht möglich. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt habe ich Cutscene oder so? Nee, ne? Nee. Nee, wird mir nicht angezeigt. Warte, ich könnte dich aus deinem Charakter kurz rausdingsen und wieder zuweisen. Probier mal. Das hat hier gerade aber ganz schön krasse Lags hier. Spiel. Und geht? Nö, nee, kann immer noch nichts machen. Was ist doof? Wo bist du denn genau? Da unten. Kann nichts machen. Soll ich speichern und wir laden neu? Ja, würde ich sagen. Speichern und laden neu. Das wär noch eine Idee, ja. Warum speichert er so lange? Hallo? Heiler, bist du jetzt eigentlich da oder nicht? Heiler holt sich noch was zu trinken. Achso. Ich glaube, das ist ein Problem bei dir, beim Host oder so. Oder jetzt wegen diesem Update, was Peiler erwähnt hatte. Also, Herr Frau, ganz einfach gespeichert. Erst bei 100% stehen geblieben. Naja, bei mir steht oben links auch immer noch mit gespeichert. Ja, bei mir auch. Vielleicht, weil Pyler jetzt drin gejoint ist, deswegen ist es abgestürzt. Das ist generell bei mir jetzt abgestürzt, das ganze Spiel. Ja, bei uns jetzt auch. Dann nochmal. Ja, musst du nochmal zumachen, David. Geh dann, Janis. Oh. Jetzt geht's. Ja. Oh, ja. Beilad verlassen, jetzt geht's. Nee, ja. Ich wurde rausgeschmissen. Das Spiel hat er bei mir gesagt, dass. Ja, nice. Kannst du dich jetzt bewegen? Ja, hat mit Beilad zusammengehangen. Gut, dann versuche ich es nochmal. Kannst du dich jetzt bewegen? Ja. Oder David lebt mich ein. Vielleicht geht's dann besser. Weil ich gerade auf dich gucke und du hast dich nicht bewegt. Shaolin, kannst du dich jetzt eigentlich bewegen oder? Ich habe immer wie drauf geguckt, ich stehe neben mir.
David, schickst du mir eine Einladung oder soll ich doch mal so versuchen? Oh, der schickt eine Einladung. Also ich würde hier wie gesagt gerne reingehen, David, keine Ahnung, wo du gerade hinrennst. War Alex. Dann laufe ich. Hier durch die Tür, aber ich will, dass es Pylorus macht. Pylor soll durch die Tür hier laufen. Pylor soll vielleicht erstmal mit dem Zauber da am Zauberer da am Brunnen quatschen. Auf das, ja. Dann macht Pylor erstmal Zauberer und das. Wartet doch erstmal ab, ob Pylor überhaupt reinkommt und ob es funktioniert. Richtig. Der Plan ist aber da. Aber es sieht besser aus. Rädchen dreht sich bei 100 noch, ist nicht stehen geblieben. Das ist gut. Dann mach ich gleich. Es wird was, es wird was. Und jetzt mal den Stream an. So, da sind wir wieder, Leute. Mein Rechner hat sich aufgehangen. Und irgendwie hat sich das Spiel gerade dann nochmal aufgehangen bei mir. Und die Jungs hatten Leggy Bild, Standbild. Aber jetzt geht's wieder. Gut, jetzt komme ich erstmal zu euch, ja? Genau, du kommst zu uns, du hast zwei Sachen zu erledigen. Wenn Jolene fertig mit Clown ist, kann er auch zu uns kommen. Verkaufe immer noch. Achso. Dieses andere Clown, okay. Jus denkt immer gleich als Klischee. Illegale Clown aussehen. So, Pfeiler, du hast auch noch ein paar. Hat er Kohle jetzt noch oder hat er nichts mehr? Hat noch Kohle. Okay, dann. Rüber, Jus? Mach ich. Trade's booming. Oh, ich hab Beep auf dem Ohr. Du hast einen Beat auf dem Ohr? Ja. Noch bist du weg. Wem soll ich reden, David? Drei Zauberer hier. Der die ganze Zeit du verzaubert, ja. Den soll ich mal sprechen, okay. Der in der Mitte da steht, ja. Salamander. Okay. Die lacht sich aus, nice. Schade. Wir dachten, die wäre cool, sorry. Ja. Sonst warten wir kurz auf Schaulinchen und dann hier durch das Tor, Pylorus, wo ich zum Vorstehe. Ich rede gerade noch mit den anderen beiden. Achso. Okay, der hat auch nicht viel zu erzählen. Was sagt sie noch? Wahrscheinlich auch nicht viel. Was denkt dann, was passiert, wenn ich mich hier vorne hinstelle und meinen Feuergeist beschwöre? Bis zum Kampf. Ich frage mich, warum nee, bist du tun? Ich beschwöre den ja nur. Ja, was naja, das? Weil die beschwören hier auch dauernd Wölfe und so. Wenn ich jetzt was Krasseres beschwöre. Was für Wölfe sind? Ist eine Katze die ganze Zeit? Eine Katze? Ja, stimmt, ist eine Katze. Alter, ist ein Tyrannosaurus Rex. Nee, war einfach nur eine Katze. Dicker, bleib entspannt. Lass den los in der Hose, bitte. Pylor? Du kannst bei mir mal ins Inventar gucken. Ich hab da noch zwei Schriftrollen, lila, ne? Jo. Kannst du dich mal rausnehmen? Kannst du dich mal rausnehmen, bitte? Elementar beschwören, okay. Und Kugel der Unverwundbarkeit, oh, klingt ja auch edel. Elementar beschwören ist halt mein Feuer-Du zum Beispiel. Ja, aber dann hast du noch eine Schriftrolle. Wird irgendwann auch mal zum Einsatz kommen. Jo, doch, denk mir. Obwohl ich echt gute Auswahl habe für dich. So, jetzt. Das hat ja, dass der kleine Zwerg eine höhere Rüstungsklasse hat als wir alle zusammen. Heul doch. Ich find's kacke, ist unnötig, gib mal was ab.
Ja, du hast auch zwei Schwerter in der Stütze, meine Seite. Was ist denn da los? So, ich bin da. Und jetzt? Pyro soll durch die Tür gehen. Ja, sorry, ich habe auf dich und David mal noch so ein paar Elixiere aufgeteilt. Durch die Tür da rein, ja. wegen der Quest so. Mit dem Reden oder einfach reingehen? Na, bitte reden. Ist ja immer noch ein Rollenspiel. Okay, Nego Shooter. Ein Redespiel? Oh, der ist hübsch, der ist mega hübsch. You tell the Roachin. Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Ich wäre für 4. Bin ich das? Nein. Okay, dann drücke ich jetzt 4 und nichts passiert, okay. Täuschen kannst du auch machen, du hast plus 4, sehe ich gerade. Ist eine günstige Lage. Entscheidet, Freunde. Nee, ich bin jetzt doch so für täuschen. Bin gleich wieder elf da. Elf oder mehr ist gefragt. Ah, komm schon, eine 20. Perfekt. Sehr schön. Du hast eine richtig schöne Täuschdicker. Fewer people along the way than I did. Bloody goblins. Leroican should have warned us. Goblins sind doch Kinderkacke. I'm gonna find her. You mark my words. Macht ihr 20 Goblins mit einem Feuerball? 1770 für das kleine Gespräch, Alter, krass. Gut, wir können alles killen jetzt. So, David, der war schon ein bisschen egoistisch. Ich hatte keine Auswahlmöglichkeiten und für den Kampf hier wäre das jetzt stark gewesen. Oh, Zauberzube. Ich kann jetzt nämlich, wenn ich einen waffenlosen Angriff mache mit einer Tiergestalt, kann ich danach einfach nochmal zweimal. Pfeiler hat uns Erfahrung gebracht. 1770 durch das Gespräch, ja. Schon im nächsten. Gut, ich würde sagen. Nee, Pyler, warte mal, lass mal skillen erstmal bitte. Na, jetzt ist er im Gespräch, was soll er machen? Ja, jetzt gar nichts mehr, aber jetzt. Danach bitte erstmal ein bisschen entspannt, Pyler. So, ja, aber wir handeln, Steuern. Psst, du sollst dich entspannen! Ich wäre immer für Vierten, sonstiges. Handeln. Gibt's Clown? Kannst du bestimmt bestehen. Okay, er hat auch was Cooles, wir sehen's nicht. Doch, wir sehen's. Alter! Der hat einiges. Er hat eine Menge Zaubersprüche, ja. Okay, Pai, es ist für dich perfekt. Such dir was Cooles aus. Oh, der Handschuhe, okay. Ui. Dass Pyler coolere Handschuhe braucht? Warum nicht? Naja. Also ich bin gerüstet mit Handschuhen. Also mein Equip ist Bombe. Find die jetzt aber auch nicht so dolle. Ja, das ist halt eine Aktion. Ja. Alter. Oh, das ist geil. Das ist ja ein Heft. Warte, ich pack dir mal Geld rein. Kaufe! Junge! Ein Ring, der dich jede Runde heilt, Junge! Das ist wirklich edel. Du bist einer der Nahkämpfer auf jeden Fall nehmen. Vielleicht der irgendwie mit U. Geld ist drinne? Du meinst der die Heiltränke schlürft, als wär's Smoothies? Alter! Das ist einfach nur frech, nur Unterstellung! Da will ich gar nicht drauf antworten, nein. Da ist gerade hinten in der Ecke ein Frosch gespawnt. Das ist für dich nicht schlecht eigentlich. Aber hast du wieder eine schlechtere Rüstungsklasse, ne? Aber der ist so scheiße teuer, Alex. 1200, ja, das stimmt. Du kannst versuchen zu klauen. Leichte Rüstung, das wäre glaube ich was für David. Klauen wäre keine schlechte Idee, denn. Aber auch 2000? Ah. Ja, okay. Hab mir was Besseres runter vorgestellt.
Und war das der Hut? Plus 2 Charisma. Okay. Nix für dich. Nee, meine Rüstung ist gut. 19. Er hat halt ja auch noch Bücher, ne? Ja, aber Bücher braucht man nicht kaufen, da finden wir tausende von. Er hat einen Arsch voller Zauber auf jeden Fall. Ja, ja, da musst du jetzt mal gucken, Alter, was dir gefällt. So. Alter! 50 bis 100. Und Energieschaden. Peiler, 4800. Aber Peiler, guck erstmal, level dich erstmal ab. Weil wenn du jetzt Stufe 6 bekommst, dann... Aber er hat auf jeden Fall noch Sachen bei, die ich noch nicht habe. Ich kann ja mal reingehen und klauen. Kannst du auch. Aber ich level mich erstmal. Nee, bitte nicht. Warum denn? Und dann vorher speichern. Nee, weil da ist eine Quest drin. Es wäre uncool, wenn wir es verkacken würden da drin. Wir können doch speichern und dann ist gut. Genau. Ich kann es doch mal probieren. Was ist denn los mit dir? Ist doch nichts Endgültiges. Stimmt schon, aber ich wäre trotzdem dagegen, dass du es tust. Warum? Ich hab gesagt, ihr macht die Klassen, dann speichern wir und dann kannst du klauen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Klassen. Okay. Bin ich dabei. Stufenaufstieg! Yippie! Tululup, tululup. Stufe 11, Alter. Wow. Stufenaufstieg! Ich kann ein Talent aussuchen. Alter. Nicht schlecht. Ja, toll. Ich bin fertig. Ich habe einen Passiver gekriegt und dann ist gut. Zauberstufe der. Bei Zauberstufe 6. Ja. Naja. Na, siehst du. Wenn du dann 6er Zauber bekommst und den du nicht hast. Den klaue ich dir. Arkanes Tor. Erschaffe 2 verbundene Teleportationsportale. Okay. Den Blitz, den kann ich lernen, den brauche ich hier jetzt nicht machen. Mhm. Da haben wir 2 Schriftrollen. Todeskreis. Ist aber ein bisschen schwach für Level 6. 48, ja. Untote erschaffen. Mhm. Mumie aufstehen, okay. Naja, dann hat die im Endeffekt nur 20 Leben oder so. Der krasse Zauber, den wir gerade bei ihm gesehen haben. Ja. Mhm, okay, dann was gibt's halt noch? 4000, waren das 3600 oder 4800? 4800. Okay, ja, das würde natürlich ordentlich sparen. Jo. Ja, wenn ich ihm den klaue, wenn er den haben will. Auch gar nicht so schlecht eigentlich. Aber ich kann es wohl nicht beeinflussen, ne? Dein Blick kann Furcht, Krankheit und Schlaf bei Kreaturen verursachen. Das kann ich nicht beeinflussen. Dann mach mal, klick mal T, also untersuchen bei dem. Und dann, guck mal da, wenn du dich konzentrierst, kannst du böser Blick wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Oh, okay. Das ist krass. Was haben wir noch? Fleisch zu Stein. Lasse einen Feind verkümmern. So dass er ersetzt wurde oder auf Stein. 3 Züge lang aber nur. Dann mach mal wieder untersuchen. Da geht's weiter. Das Ziel ist versteinert, wenn ihn innerhalb von 3 Zügen kein Rettungswurf gelingt. Hm. Okay. Das hier können wir ja lernen. Erzeuge eine Barriere, die Kreaturen und Gegenstände darin gegen die Schadensarten immun macht. Mhm. Okay. Okay, eine Frostsphäre. 60 Schaden, ne? Zeugt eine Wirbelteilkugel, die ja sofort und fern Illusionen erzeugt, die bis zu später. Aber schade, gibt's gar nichts mit Feuer. Hm. Ah, ups. Okay, ich bin auch durch. Hat Ottos unwiederherstellbar. So, Ottos unwiderstehlicher Tanz, ja. Geil. Lass eine Kreatur einen Tanz aufführen, bei dem sie weder Aktion ausführen noch sich bewegen kann. Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. Die tanzende Kreatur ist bei Angriffswürfen und Geschicklichkeitsrettungswürfen im Nachteil.
Ist ja nicht schlecht. Haben wir hier noch den Strahl, Sonnenstrahl. Oh, aber gleißender Schaden ist, glaube ich, auch nicht so zu verachten. Ja, alle im Weg, ne? Ist halt ein Strahl. Ich treffe nicht nur einen. Und du blendest sie. Was heißt ein Blenden? Was macht ein Blenden? Blend, glaube ich. Genau. Na, geh mal drauf da auf Blenden. Ja, da, ja, genau. Ist bei Angriffswürfen im Nachteil Reichweite von Angriffen und Zaubern auf 3 Meter, verringert. Ja, ja, ist immer bei Blenden so. Alter. Ist, ich habe Blenden auch drin. Nicht schlecht, ja, okay. Und Blenden hält generell Fehler 10. Da unten? Das ist einmal blind, also einmal Blenden und das andere? Was der Sonnenstrahl. Du wahrscheinlich weiterschicken kannst. Ja. Bis zum Ende des Zaubers kannst du erneut Sonnenstrahl wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Ja, kostet aber eine Aktion. Das ist quasi... Ja, aber dann brauche ich kein Mana verschwenden. Ja, bei den Mondstrahl, der ist ein bisschen, der ist schwächer, aber kannst du dann 10-mal umsetzen. Ja, also ist an sich stark, ja. Der Sonnenstrahl ist schon stark. Eiswand. Alter, 20 bis 120 Kälte. Das ist ja... eine Wand aus massivem Eis, die ich 10 bis 60 zufügen kann. Dann macht man, klappt man nochmal auf. Ja. Und das Eis zerbricht, hinterlässt es eine Wolke aus eisigen Luft. Die Kreaturen darin auch 1 bis 60 Schaden pro Zug. Alter, und die hält, Alter. Die hält 60 Züge lang? Ja. Ja, alter Falter. 60 Züge und pro Zug 10 bis 60 Schaden, das ist ja imba, Alter. Ja, und wenn sie zerbricht, macht sie halt noch so eine Nebelwand, wo du nochmal den Schaden. Ja, das meine ich ja. Also, das, ja. Ich wäre für Eis. Mach das! Wäre auf jeden Fall für Eis und Sonnenstrahl wäre ich. Eisstrahl, ja, los, Attacke! Den anderen können wir ja klauen. Ja. Beziehungsweise, da weiß ich aber nicht. Nee, bevor du klaust, bitte erstmal speichern. Ja, Jusen. Ja, du kennst ja schon wieder rein, wie so euphorisch. Entspann dich. Ja, ich kenn dich. Ich kenn dich einfach. Mr. Fukuhila, vierte Klasse. Ich kenn dich. Weil die Sachen, die du die quasi kaufst und dann erlernst, die kannst du dann auch jederzeit einsetzen oder musst du da irgendwas noch mit Vorbereitung oder sowas? Nee, ist alles das Gleiche. Wenn wir eine Schriftrolle haben, ich die lerne, ist das wie, als wenn ich mir das aussuche. Achso, okay. Na, dann er muss es nur im Zauberplatz, im Zauberbuch dann auswählen, dass er den Zauber jetzt drin hat. Ja. Genau, das mache ich ja jetzt. Genau, ne? Und wenn du jetzt hier reingehst, genau, dann habe ich die beiden hier oben ja. Dann muss ich die jetzt bloß austauschen. Gegen... Genau. Wo ist es denn? Ach ne, deshalb habe ich ja so. Denn du brauchst, glaube ich, nur 2 reinnehmen. Nicht alle 3. Also den Sonnenstrahl könntest du theoretisch auch erstmal weglassen. Du hast ja nur einen Zauberplatz davon, weißt du? Dafür brauchst du dann jetzt nicht 3 Fähigkeiten reinnehmen. Dann nimmst du die beiden 100 da rein, beziehungsweise wenn du die Schriftrolle gleich erlernt hast. War es die Frage auch, was das kostet, die zu dingsen. Na, ich habe nur einen Slot, ich kann nur einen reinnehmen. Erstmal, im nächsten Level krieg ich noch einen zweiten. Ja, ich kann hier nicht klauen. Das ist alles zu, Simba. Das ist alles überwacht hier, also ich habe keinen toten Winkel hier. Aber wie gesagt, Feuerwand gibt es noch. Wieder der also freundliche. Feuer, ich bin noch dagegen. Ich bin noch dagegen, hier zu klauen. Halt die Schnauze jetzt! Na, einer muss doch die Vernunft sein, oder? Komisch, dass ich das bin. Das ist die Frage, Buchmacher. Was sagt denn die Kasse? Na, Peiler hat jetzt noch 4.000, ne? Dann kaule ich noch das restliche Gold und dann kann er sich da noch Zauber kaufen, wenn er möchte. Braucht der Peiler noch ein paar Zauber oder ist das jetzt nicht mehr so wichtig? Ja, erstmal die ich habe. Böser Blick, Kettenblitz und Kugel der Unterwürfigkeit. Müssen wir uns nur merken, dass wir bei dem dann verkaufen. Bis das Dorf gegen uns ist und es dauert nicht lange, glaube ich. So, wenn wir alle abschlachten, kriegen wir nicht auch Rabatte, wenn wir mit dem befreundet sind? Hier ist ein Dritter, Alex. Naja, ich muss aber vorher mit dem, also wir müssen dem immer was schenken.
Müssen wir was schenken? Ja, wir müssen ihm was schenken, ja. Können wir dir nicht irgendwie einen verfaulten Apfel oder sowas geben? Ja, aber je nach Gold, was das wert ist quasi, kriegen wir Sympathie dazu. Also wenn das nur ein Gold wert ist, dann macht das nicht viel. So, ja. Wenn er speichern soll, sag Bescheid. Naja, warte, ich gebe Pyler jetzt erstmal das Gold und dann kann er da gucken, was er haben möchte. Und dann, genau, dann müssen wir mit dem Typ in der Rezeption da drinnen quatschen. So. Also wir haben jetzt 14.000 hat Pyler. Aber auch wenn du so viel Gold hast, bitte nur das kaufen, was du wirklich brauchst. Ist das der einzige Händler hier? Da gibt es doch noch mehr Leute, oder? Ja, aber es sieht so aus, ob der nur... Na, wir können... Kannst mit dem mal quatschen. Vielleicht hat noch einer einen Händler, ja. Also hier hinten steht einer mit Büchern in der Hand. Achso, ihr habt ja jetzt die Klassen alle ausgewählt. Kann ja kurz. War der mir nicht vorhin gesagt, ich muss nach oben rechts zum Big Save? Wie gesagt, hier vorne ist einer, mit dem wir quatschen müssen. Ne, der hinter ist das, ne? Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information, ich hab Cutscene. Great riches await. Hey, ich, Döbi, dank dir. Hallo. Reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Hatta. Okay. Okay. Ich hab die Quest wohl hier ausgelöst. Ich hab hier eine verrückte Magierin, glaube ich. Ja, ich glaube, die ist auch Quest. Kannst du Magier machen? Oh, was habt ihr im Angebot? Habe ich gerade eben schon gedrückt. Parchments, codices, tomes. Take a look and see what calls you. Okay. Ach du Heiliger. Oh. Auch wieder Bücher und Schriftrollen. Rascher Rückzug. Du kannst sogar Gold von dir kaufen. Wie schlecht ist das denn? Da wieder andere. Können wir schon. Ich weiß halt nicht, ob die Bücher irgendwas bringen. Wie teuer sind denn die Alter, Bücher? Alter, bei ihr kostet der 4,8. Bei dem anderen war es billiger, ne? Ne, auch 4,8. Bei dem anderen immer 4,8. Ah, okay. Apostanz kannst du da. Wie teuer sind denn die Bücher? 56, 28, 28, 28, 28, 28. Das ist die Frage, ob man da irgendwas lernt aus den Büchern. Ey, klingt halt schon so, Schule der Magie und dann... Und unpraktische Magie Band 2, unpraktische Magie Band 1. Klingt schon so, als wenn man was davon lernen könnte, ne? Na, wenn nicht, dann kauf doch mal unpraktische Magie 1 und eins von den Zweiern da, das sind ja Zweier. Die 56 Gold, die haben wir ja. Und dann musst du vorher teilen den Stapel. Er nimmt alle beiden. Achso, na schade, na gut, dann musst du beide nehmen. Kann ich nicht. Kann ich nicht trennen. Nicht hin und her schieben, Pyler, weil das ist teurer, wenn du die kaufst und billiger, also weniger, wenn du verkaufst. Alles klar, aber man kann es nicht trennen. Ja, naja, dann ist es so. Aber muss ich jetzt alle vier kaufen, ja? Wieso alle vier? Lest doch erstmal eins. Ja, lest doch erstmal die beiden und guck dann mal, ob es was bringt. Ich meinte gerade den Zauberspruch, Leute. Achso, deswegen kostet es vielleicht 4,8. Ja, aber bei dem anderen war, glaube ich, ein Einzelner. Ich weiß gar nicht, kann man nicht rechts geht noch und teilen? Ich glaube eigentlich, wenn du es rüberziehst, fragt er dich, wie viel du davon haben. Naja, kannst du beide Bücher rüberziehen, aber ich glaube Rechtsklick, Stapel teilen. Ne, ging grad nicht. Was habe ich ja gemacht? Nö, Alex, kam nichts bei rum. Nö, ist nix. Naja, gut dann. Dann bringt's auch nichts, die Bücher zu kaufen anscheinend. Aber ist es jetzt wirklich, ich kaufe bei ihr einen und zahl und bei ihr für vier das gleiche? Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Das geht nochmal zum anderen sicherheitshalber. Scrolls,
Aber ich glaube, wir müssen mit der, die du gerade voll quatscht, auch quatschen. Nein, das ist oben, die Treppe hoch, Jusen. Ich habe die Quest doch gerade ausgelöst. Habe ich aber eben schon mal gesagt. Ja, aber das wird mir immer noch hier angezeigt. Das ist oben, wenn du die Treppe hochgehst. Bist du sicher, dass man nicht die Frau anquatschen muss? Oh, Alter. 100%ig sicher, ja? Hast du alles schon probiert? Ich frage ja nur für einen Freund. Quatsch mir nicht voll. So, du handelst Gott. Ja, ich gucke gerade, ob ich die teilen kann. Warte mal, wenn man das tauscht. Warte mal kurz. Vielleicht Rechtsklick und kaufen drücken und dann kaufst du bloß eins. Kannst du es im Händler nach oben und unten ziehen? Ah, du kannst, du kannst oben von Handeln auf Tauschen gehen. Und dann kannst du dir die drei rüberziehen und dann Rechtsklick Gegenstand entfernen. Dann kannst du die aufteilen. Oh cool, aber dann machst du das jetzt, oder? Dann musst du mir das Gold geben, ja. Also ich kann dir jetzt Schriftrolle der Auflösung, wolltest du, ne? Diese 50 bis 100 Energieschaden. Genau, mehr nicht. Mehr nicht? Okay. Ja, warte, ich hab's rübergezogen. Was? Das ist Gold. Achso. Das Gold hat darüber jetzt so. Ausgleichen? Ja, 1080. Das hört sich doch besser an. Okay, hab ich. Kannst du dir rausnehmen. Da oben. Okay. Ja, cool. Ja, packst du das Geld rein, Alex? Böser Blick hast du auch als Schriftrolle. Hab ich doch schon gelernt. Achso. Böser Blick, Kettenblitz und diese Barriere habe ich gerade schon gelernt. Jetzt will ich noch auflösen lernen, aber da brauche ich die Cash nochmal im Inventar. Hast du wieder im Inventar, Pfeiler? Okay, muss ich hier einmal raus und wieder rein, damit das liest oder zählt. Ja, alles klar. Gut, habe ich auch. Jetzt brauche ich bloß mehr Zauberstufe 6 Plätze. Vielleicht für da noch einen Trank für. Oder dass du irgendwas lernst, mir im Sinne von auffüllen. Oh, besser, da ist aber 22.000 XP. Machen wir die Quest weiter bei dem da oben, oder? Genau, oder das ist das Nachtlied, ja. Achso, kann ich jetzt mal kurz speichern? Warte kurz. Achso, scheiße. Na, egal. Wenn du Fragen stellst, dann warte doch wenigstens noch die Antwort ab. Ach ja. Was machst du denn gerade, Jolene? Verkauft das ganze Essen bei dem. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Gold wieder. Ich würde sagen, bei 14.000 sind wir schon ganz schön reich. Ja, und wir haben im Lager bestimmt noch ein bisschen was. Oder war das auch vom Lager, Jolene? Das ist auch alles. Also, ist jetzt alles, was wir haben. Ah, okay. Achso, Alex, das mit Rechtsklick aufs Gold und dann ans Lager schicken, Das weißt du, oder? Ja. Okay. Cool, meine Truhe ist weggepackt. Wie gesagt, du musst nicht ins Lager gehen, du musst einfach nur ins Lager. Ja, Jusen, ich hab das Gold da nicht reingepackt, alles gut. Ja, aber wenn er was holen will, dann musst du leider nicht. Entspann dich. Das ist ja auch schade, dass es nicht so ein auf die Ferne Zugreiflager gibt. Achso, Jusen, wenn du meinen Ring haben willst, ne, musst du mir auch schon einen guten Ring bieten, ich hab keine guten Ringe. So. Pack da mir das Gold wieder rein, dann kann ich es ins Lager gleich reinpacken. Brauchen wir es nicht mit rumschleppen. Ich kann dir einen Ring der Bewegungsrate geben, plus 3 Meter. Ja, das macht aber nur was für dich eher Sinn.
Na, dafür habe ich ja meine andere Rüstungssachen, alles. Aber den Ring kann ich. Den Ring kann ich gerne abgeben. Aber was hast du denn für einen Ring? Na, immer noch. Der Ring, heilt der dich. Arme Marx, oder was? Achso. Na, du heilst dich immer noch pro Zug, also wenn du dran bist, um 1 bis 4 Trefferpunkte. Immer wieder. Und das ist dieser Ring des Erhabenen, oder was? Nee, Ring der Regeneration. Den ich gerade auf habe. Unter meinem Schneesturmring, der halt nur Sinn macht, wenn ich auch diesen Zauber wirke. Ja, hier sind deine Ringe, sind aber auch gar nicht so schlecht. Okay. Naja, für ihn sind die nicht schlecht. Guck mal, aber du hast auf jeden Fall einen sinnlosen Ring. Obwohl, du brauchst eigentlich mehr Regeneration, Pyderus. Ja, wenn ich angegriffen werde, wäre das schon ganz gut. Du bist manchmal näher am Tod. Oder halt Shaolin. Der ist ja am nächsten. Ich behalte ihn erstmal und sonst tauschen wir einfach mal die Runde rum. Ja, Jusen, aber deiner, guck mal, deiner gibt dir einen Wurf Schadensbonus auf Werfen. Dadurch wird dein quasi dein Dreizack besser. Ja. Und deine Bewegungsrate ist plus 3 Meter. Für seine Klasse eigentlich recht gut, die Ringe, die er hat. Allgemein, so für meinen Kampfstil, ich bin happy mit meiner Ausrüstung. Ich bräuchte nur noch einen etwas cooleren Umhang vielleicht. Aber sonst bin ich echt happy. Nur seltene Sachen an. Wieso, dein Umhang ist doch eigentlich perfekt für dich. Ja, aber es gibt bestimmt noch einen besseren, der für mich so. Ja, aber du wäre. Bist Tank und wenn die Leute dich angreifen, dann brennen die. Was willst du mehr? Ja, nur die von 2 Metern. Fernkampf, wenn die jetzt 10 Meter entfernt sind, das bringt dann irgendwie auch nichts. Hier, du bist immer noch der vorne steht. Ja, immer noch einen geilen Umhang. Ja, aber trotzdem schießen welche auf mich, hä? Um welchen Ring ging's jetzt? In den Pfeiler rein. Genau. Den sehe ich eher bei dir so. Ach so, diese Kampfregeneration da, oder was? Der Ring der Regeneration, genau. So, dass du halt immer geheilt wirst. Pro Zug. Und du bist ja immer ziemlich nah am Tode. Na gut, aber Peiler wird auch relativ oft angegriffen, weil er die niedrigste Rüstungsklasse hat. Das macht schon Sinn, dass er bei ihm ist. Und weil ich meistens am Anfang schon recht viel Schaden austeile. Dadurch gehen sie immer auf mich. Und manchmal auch, weil ich mich immer an erhöhte Positionen begebe. Deswegen, ich würde ihn bei mir lassen und sonst nach dem nächsten Kampf gebe ich ihn auch gerne mal an den nächsten ab. Können wir aber ich sag mal, bald könntet ihr auch die Ringe tauschen, du und Shaolin. Ja, so. Ring des Zwielichts und dafür das mit der Heilung. Die 2 Ringe könntet ihr tauschen, das wäre schon nicht schlecht. Nein, das macht dabei bei Peiler gar keinen Sinn. Er ist nicht in Schatten. Nein, das ist doch, wenn ich quasi versteckt bin. Peiler, dein Schneesturmring ist ja mit der Eiswand jetzt richtig bei. Naja, und generell die Eiszauber. Ich habe ja Eismesser drin, habe ja Kältestrahl drin, habe ja Eissturm drin und jetzt noch den Kältekegel und noch. So, haben wir uns jetzt. Die Eiswand. Haben wir uns jetzt genug virtuell die Schwänze gelutscht? Wollen wir jetzt so weiter hochgehen? Und aber ganz kurz, guck mal bitte meine HP an. Guck mal meine HP an, 122, Freunde. Ja, der User kann man halt den reinstecken hier. Aber warte, Shaolin. Ich glaube, da oben bist du. Achso, Palarene schon. Nee, ich warte auf euch. Nee, rede, Peiler. Soll ich jetzt nochmal speichern, bevor du alles verkaufst? Oder? Ich rede. Er redet. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the night song. Achso, haben wir nicht gerade schon mit dem gequatscht? If you are here to waste the great wizard Leroy. You recognize this image projection spell from your studies. Though you'd expect a great wizard to execute it less shoddily. Let your knowledge determine your path forward. Okay. Okay. Was wissen wir denn? Portal. Das ist bloß so wie so ein Hologramm. Denke ich alles. Und das war wertvoller Rubin aus einem fernen Reich. Ah, okay, wir müssen die Tafeln lesen. Das Nachtlied ist ein unsterbliches Wesen. Was ist denn das Nachtlied eigentlich? Wisst ihr denn noch? The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. Also ich habe gerade nachgelesen, das ist eigentlich, wir müssen uns für ein Portal entscheiden. Und das ist dann das Richtige, die anderen sind falsch. Ja, aber es geht ja darum, auf den Tafeln steht doch, also wir haben 4 Möglichkeiten, was das Nachtlied ist, laut den Tafeln. Und jetzt ist ja die Frage, welches Portal ist das Richtige? Was wissen wir denn über das Nachtlied? Das war meine Frage, Jusen.
Ja, yeah, ne, das war die Olle. Wir haben das Nachtlied gefunden, aber es ist kein Artefakt, sondern eine lebendige Frau, die im Schattenfell in einen Käfig gesperrt war. Was hat der Magier am Ball? Dann ist das Grüne, glaube ich. Da, wo ich gerade dran stehe. Weil da ist wenigstens mal ein Mensch erwähnt. Ich gucke hier nochmal hier drüben. Nee, das ist ein Urteil für Menschen und Götter gleichermaßen und wer das stehlich macht. Grün wäre ein Trank. Also grün ist es nicht. Ja, hier steht es leider nicht, schade. The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. Rubin ist es auch nicht. The Night Song is an immortal being. Ja, das ist es, oder? Ja, das ist das Letzte, das hier, das Rote. Nein, nicht das Rote. Rote ist. Ganz links, Jusen. Das Nachtliche, so ein unsterbliches Wesen, das Kind einer Gottheit. Ganz so, links, das, ne? Das Weiße. Ja. Okay. Seid euch okay, ich bin drinne. Oh, Alter. Du warst doch sicher, dachte ich. Dann geh ich auch rein. Ups. Ich bin ein User seiner Cutscene, dass er das alles vorbehaut. Stimmt, jeder kann eigentlich noch in ein eigenes Portal laufen. Dann wissen wir's. Können wir nochmal neu laden. Kleine Zwerg. Oien! Das geht ab! Ich mag ihn nicht. Kann man ihn töten? Nee, den kleinen, ja, den mag ich auch nicht. Darf ich ihm mal zeigen, wie ein großer Zauberer aussieht? Oh, er schickt ihn weg. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. 122 HP, Junge. Er weiß bloß, dass du dumm bist und darauf wird er bestimmt gleich einen Witz machen. Boah, Alter, der ist ja so arrogant. Surely you wouldn't have wasted my time. Ja, weg auf hier auf jeden Fall. Gratitude, then you know how to count once the night song is in my hands. Do you have it or not? Schnauze. Ich nehme da nicht. Ja, stimmt. Da hast du recht. Einmal richtig gendern. Ja. Then you do ich dabei. You've been to Shah's temple. To the Shadowfell. You've looked upon the Night Song's face. Tell me. And choose your next words carefully. Where is she now? Denkst du, wer du bist, Junge? Boah, können wir ihn einfach töten? Warte mal. Ach du Scheiße. Ich hab Täuschen minus 1 auch, ne? Ich hab also theoretisch nur plus 3. Ja, so gut, dass du als erster durchgegangen bist. Ja. Ich glaube, das verwirft uns gerade die ganzen Möglichkeiten. Ich bin auch Neuladen, wir sind nicht weggelaufen, der wir geladen haben. Gespeichert haben. Ja, könntest du einfach ein bisschen geduldiger sein, das wäre super. Ich dachte, wir haben uns entschieden. Dann bin ich durch. Ja, Jusen, aber du bist nicht der, der am besten reden kann. Du bist der, der am besten mit einschüchtern kann. Okay. Deswegen, also. Ich glaube, das wird generell schon eine schwere Nummer. Greif ihn doch einfach an. Bin ich alleine, ist das ja nicht alle da, oder? Schon gelangweilt, David sagt nichts mehr, Alex, Ich habe noch viel Inspiration, oder wir haben noch viel Inspiration. Darf ich noch einmal würfeln? Nee. Mach doch, wir laden nur eh gleich neu. Wieso laden wir neu? Nee. Willst du dann neu laden? Okay. Wir wollen ihn doch eh töten, also ist ja egal, wenn Yusuf vorne jetzt steht. Na, dann mach mal ein Blatt. Pity. Jetzt. Okay.
123, 117, okay, die sind. David ist noch ein bisschen heftiger. David, Alter, das Portal ist weg. Ja, du bist nicht durch, super. Dann müssen wir eh neu laden, also hat Paul irgendwo recht. Ha, wie er recht hatte. Obwohl, warte, ich guck vorher, was passiert, wenn man ein falsches Portal nimmt. Ich würde den Dude einfach mal schnell einmal angreifen, mal gucken. Du bist durch ein anderes Portal laufen, ja. Du bist so gut wie tot. Achso, ihr habt's schon ausprobiert. Nee, steht da gerade, 2 von 75. Achso, ja, ja, okay. Wollte mal zaubern. Und die Eiswand mal ausprobieren. Ja, okay. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich weiß, was auf mich zukommt. Nee, sehen wir beim nächsten Mal. Entspann dich. Ja. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Wenn es wieder heißt, SOG präsentiert. SOG mit Friends müssten wir das ja nennen. SOG präsentiert mit Friends. Nee. SOG präsentieren sind wir ja bloß bei YouTube, weil wir da unsere Sachen präsentieren. Sind wir auch bei YouTube mit Friends entschieden, oder weil was? Ich viele benutzen und dadurch haben wir gedacht, das ist vielleicht ein Eyecatcher. Ist ein Catcher Shooter Eye. Mhm. Okay, nicht durchs Weiß oder was? Doch. Chill einfach mal kurz, Josen. Okay, ich muss erstmal entscheiden, wer vorgeht. Ja, und ich rufe jetzt mal mein Feuerelementar vorher dazu, ja? Okay. Ja, dann sollten wir alle gemeinsam durchgehen, das wäre super. Ja, da weiß ich aber nicht, ob die hinterherlaufen. Kann sein, dass sie nicht mit dem Portal interagieren können. Nee, die können nicht mit dem Portal interagieren. Kann sein, dass die nicht mitkommen, Pyler. Also lass es lieber. Ja, okay. Dann spawnen wir da drin. Ich sehe gerade, ich habe für Stufe 6 neue dazu bekommen, ne? 4 Stück. Mhm. Das ist vielleicht die gleiche, nur besser? Nee. Element der Beschwörung, Luft. Luft kann Unsichtbarkeit, extra Flügel und Totenwirbel verursachen. Was haben wir hier? Erde? Doch, hier ist nochmal Feuer. Die sind dann stärker, oder was? Singender Schlag. Oder, nee, das sind die gleichen, bloß aufgelevelt, ne? Hat David recht, oder? Nee, die haben einen anderen Namen. Ja, ja, haben sie auch. Ah, es sind alle gleiche Elemente. Das Luft, Erde, Feuer, geh mal drauf und drück T. Auf einen drauf. Auf den Feuer am besten. Und dann auf, bis da, da, bis zu einer langen Rast. Ja, klar. ...123 Leben hat er, dein anderer hat glaube ich nur 102. Hast du mich gerade geheilt? Ja. Mhm. Und weniger Rüstung. Wieso? Ja, aber die Zauber sind die gleichen, ne? Schwefel-Dings? Nee, ist was anderes. Der andere hat, schwellende Berührung. Nee, schwelende. Und explodierende Zunder. Du hast den Exil genommen. Nein, ich hatte nur noch 69 Leben, Jusen. Ach so, okay. Und wenn wir da jetzt gleich kämpfen, dann würde ich gerne mit vollem Leben reinstarten. Ja, okay, tut mir leid, dass ich mit dir rede. Ich unterwerfe mich, deine Autorität. Manchmal. Also, ja, ob der jetzt wirklich besser ist, ist Geschmackssache. Aber das kann man ja alles dann mal ausprobieren. Ich kann ihn ja jetzt eh nicht machen. Okay. Wir uns ja, falls wir im Kampf noch jemanden brauchen, noch dafür entscheiden. Ihr habt euch alles eingeschmissen? Seid ihr alle bereit? Mhm. Denn 3, 2, 1 und. Wer geht vor? Wer hat das meiste Charisma? Icke oder David? Ne, weil es auf Täuschen geht, würde ich reingehen, weil ich habe Täuschen Übung. Okay. Dann geh du rein, nachdem du drinne bist, klicken wir alle auch auf. Okay. 3, 2, 1. Ich geh rein. Und go. sie haben uns Punkte bekommen. Gut, kennen wir ja alle. Alle drinne? Ja. Ich kann immer noch einen beschwören, David. Wir müssen uns bloß entscheiden, welchen ich nehme. Dann mach doch mal den neuen und probierst du den einfach aus. Den neuen Feuer oder Wasser, Erde? Ach, vorher, dann musst du mal kurz gucken. Obwohl, Alex hat ja... Oh, ich bin auf Leertaste gekommen. Hm, ist ja nicht schlimm. Oh, ist egal, passiert ja nichts. Also... Aber nee, damit mache ich meinen Stufe 6 Zauber weg. Nee, das lass ich. Nee, wenn der 6 ist, nee, dann nicht. Nee, das lassen wir. Also ich sag mal, der Gegner hier, wie heißt der? Lorokan? Der ist gegen alles immun. Gegen Feuer immun, Blitz. Wollt ihr vielleicht in meine Cutscene mit reingucken?
Achso, du bist in der Cutscene, sorry, ja. Bin jetzt an dem Punkt, wo ihr mit dem Täuschen hier waren. Hab alles genauso geklickt wie Yuzen. Carefully. In my ass, bitch. Dabei Alter. Alter, Schucke. Auf jeden Fall. Na, gefällt uns doch die Antwort? Das ist die Frage, ja. Na, wir greifen ihn an, oder? Einschüchtern oder ich weiß es nichts, ich schwöre. 3 oder 4. Würde ich sagen. Beiler? Ich überlege gerade noch. Aber ich wäre auch eigentlich angreifen. Eigentlich 8. Na, ich bin auch bei eigentlich 4 oder 5. Na dann, wenn ihr auf alle 4 sagt, dann nehme ich meinen Schurken. Okay. Willst du einen Bonus? Brauche ich glaube ich nicht. Alter, guck doch mal, der hat mehr Bonus als ich. 20. Na, wenn ich es dir doch sage. Ja, Mann. Der erstens auf jeden Fall. Das ist Alex' Antwort. Jetzt ist er noch wütend. Na, mal gucken. Lass mal wegkillern jetzt. Nein, du bist weggekillert. Weggekillert? Echt jetzt? So, hi, geschafft. So, jetzt können wir uns wenigstens hier mal aufstellen. Jetzt können wir immer noch töten. Oben. Ah, Peiler. Okay, speichern, speichern. Peiler, guck mal. Speichern. Ja. Ja. Hier stehen überall die Viecher rum, die du spawnen kannst. Deine 6er Viecher. Das sind die hier. Ja, Feuermyrmidon, Luftmyrmidon, Wassermyrmidon, ja. Ja, stimmt, bloß mit einer Rüstung an, ne? Okay, wie sollen wir uns aufstellen, Schaulinchen? Keine Ahnung. Gegen die müssen wir dann auch kämpfen. So. Na, ich würde mich nach hier oben stellen, wenn es für euch okay ist. Ich würde hier in der Mitte bleiben, wenn es für euch okay ist. Alter. Denkt, dass ich von hier oben recht gut agieren kann. Könnt ihr mir ja nochmal sagen, was ihr denkt, aber... Ich würde nach außen auf den Balkon gehen. Was ist denn draußen auf dem Balkon? Ja, wenn ich mitmache, er versteckt sich. Ich kann von draußen reinschießen. Und meine Typen stelle ich hier drin und kann angreifen. Ich bin doch hier in der Mitte bleiben, auf jeden Fall. Ist hier irgendwas? Gut, soll ich dann einfach mal eiskalt diesen Loria-Kahn, wenn wir alle bereit sind, angreifen? Willst du dich mitten in der Mitte stellen, oder was? Also bei ich ihm ran? Ich direkt an. Ja, ich bleib in der Mitte. Na, ich würde bloß nochmal ganz schnell auf Toilette gehen und dann können wir ja loslegen. Nein, los, dann geh auf Toilette. Okay, wir sind drin. Okay. Was habt ihr getan? Ich glaub, hat geklaut. Ich hab keins. Oh Mann. Das war egal. Brauchst du nicht. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. Ah, easy. 7 geht, ja. Mist. Also nichts auf Toilette, Peiler. Ja. Also wenn du schnell bist, wenn du schnell bist, kannst du auf Toilette. Ich, ihn platt machen, damit die, dann gehen die Beschwörungen auch weg. Ja, hier, den Typen da, Loria Zahn oder was? Ja. Hat er doch gerade gesagt. Ja, bin ich dabei. Das ist mein Gegner. Kann ich trotzdem, wenn er immun ist, Feuerangriffe machen? Wo ist denn der Feuertyp hin auf einmal, hä? Bei Alex. Hier, bei mir. Ach da. Ist egal, David. Lass mal nur ihn angreifen, bitte. Geh doch erstmal auf Toilette, Peiler. Genau, Peiler, geh ich schnell auf Klo. Ich verkneif mir das noch, wenn es 20 okay. Minuten dauert. Ja, aber nachdem du am Zug warst, ist erstmal ein bisschen was los. Da kannst du erstmal auf Klo gehen, auf jeden Fall. Okay. Also jetzt nur diesen Lorokaner, ja? Ja. Alle nur erstmal ihn. Das würde ich einfach gerne mal ausprobieren, sonst laden wir halt neu. Aber ich glaube, da müssten alle zusammenbrechen. Ja, das kann sein. Nicht spoilern?
Ist schon wieder ein Heck-Spoiler aufgezogen, oder was? Wer spoilert? Für mich? Ja. Hab ich doch gar nicht gesagt. Ich hab grad irgendwas mit Spoilern verstanden, was du gesagt hast. Nein, nicht Neuladen, hat er gesagt. Ach so. Nice. Ja, haut rein, Leute. Alter! Alter! 15, 90, 20, Alter. Was hat er denn hier? Leute, wir sind krass, Alter. Aber ja, guck mal, ja. Aber er hat auch nur noch das halbe Leben, Alex. Oh, krasser ja. Typ, ey. Gut, Alex ist gleich tot. Wollen die mich verarschen, ey? Egal, das sind Zauberstufe 6, also... Wird ein Fehlstart, alles gut. Die haben auch ein bisschen mehr Rüstung und Leben. Naja, aber warum greifen die denn alle zurück an? Weil die das auch können. Gut, dann bin ich gleich im Arsch hier. Na, ja, ich krieg auch Schaden, also ist es nicht. Ja, wow. Der wurde da getötet. Alter. Oh. Deine Druiden. Ja, dann tötet ihn mal. Halbes Leben hat er noch. Ich hab vorgelegt. Na, fall das erstmal dran, dann bin ich jetzt irgendwann dran. Ungültiges Ziel. Muss ich ein bisschen bewegen wahrscheinlich. Aber kann sein, dass du angegriffen wirst. Oder halt so. Null. Wie gesagt, der ist kälteresistent. Wie ich schon vorher gelesen hatte. Der ist immun. Ja, halt das. Aber wie gesagt, ja mal ausprobieren, wie der Zauber geht. Ich weiß jetzt, man klickt drauf und man kann die Wand dann nach links, rechts, oben, unten ziehen. Das wusste ich ja vorher nicht. Ah, du hättest die Plage, glaube ich, machen sollen. Ja, der ist immun gegen Eispeiler. Ja, du, ich habe doch bloß was ausprobiert. Ja, aber du machst ja gar keinen Schaden mit Eis bei ihm. Ja. Ich habe jetzt auch verstanden. Ja, es ist so gut so. Wir können den Kampf auch gleich nochmal neu laden, wenn wir das gut machen wollen. Alter, du kannst doch Pipi machen. Du hast Zeit. Ist vorbei. Er trägt seine Alltagswende. Genau. Ich habe noch nicht gewechselt. Kann ich den verstricken? Komisch, dass er immun ist, aber trotzdem eingefroren ist. Dann halte ich den einfach hier fest. Nee, der ist lahmgelegt. Ach so, aber sieht so kalt aus. Oh, ist vielleicht nur seine Optik. Okay. Den Typen habe ich gerade irgendwie übersehen. Da mache ich erstmal Luffy weg hier, oder? Nee, du sollst den Typen da töten, damit wir wissen, ob die Beschwörungen alle weggehen. Genau. Werf deinen Dreizack da ruf oder renn ran. Okay. Wow. Kannst du ihn nochmal angreifen? Gleich hat er ja, mit mir nämlich auch gemacht gerade. Wir machen tot. Leistungsschaden ist er nicht, wa? Nee. Aber ich mach Minimum hier 12 bis 24, also müsste eigentlich klappen. Greif ihn nur einfach an, Usen. Du tötest ihn ja. Noch sowieso. Manni, so ein Hackmack draus. Ja, aber ich war ein bisschen neugierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber die anderen sind nicht weg. Nee. Also müssen wir wirklich alles einzeln töten hier. Luft ist. Aber wie gesagt, wir können auch nochmal neu starten. Ach, wir sind doch gut drin, oder? Ja. Aber nicht ein Schluss mit dem. Naja, also ich würde ihn ungern angreifen, glaube ich. Das solltet ihr mit euren Zaubern machen. Weil der hat also, bei. Machen wir weiter, auch wenn ich Blödsinn gemacht habe. Nee, ich würde schon nochmal neu laden. Weil ich würde. Okay, dann machen wir neu dann. Weil ich würde ihn dann nämlich. Kann ich auf Toilette gehen? Und dann... Ja, geh jetzt endlich. Ja. Ja, geh auf Toilette. Lass doch Alex erstmal zu Ende reden. Nee, jetzt ist gut. Geh auf Klo, lad neu, alles schick. Ja, wir müssen dann eh nochmal neu überlegen, wie wir das hier aufstellen. Ja, alles gut, mach mal. Oh, ist ja nicht wieder Zicki-Schaudinchen. Nee, mach ja nicht. Du bist schon ein bisschen in Zicki-Haft-Modus unterwegs. So. Na, dann lad doch einfach neu jetzt. Nein. Lass mal Hüse noch mal dran sein. Na, Peter, liegst du? Nee, schade.
Ach, David. Kann ich nochmal gucken, was die so machen? Siehst du, der jumpt an dich ran und macht so einen Flamm. Siehst du, und du würdest danach sterben. Ist nichts Neues. Ich weiß, warum ich die neu machen wollte. Ich wusste, warum er neu machen wollte. Feuer kann sich teleportieren. Use wird dann betäubt. Eigentlich wollte ich neu machen, weil alles von unserer Spieldauer abgeht hier. Solange Beile auf Klo ist, könntest du ja neu laden, dann können wir direkt loslegen. Schnell mit neu laden. Ich wollte mir die Verhaltensmuster angucken. Hm. Interesse von Charlie seiner Seite ist gar nicht gegeben. Komm, lad neu jetzt. Charlene, wie ist dein Puls? Wir müssen doch... Ah ne, wir haben gespeichert, als wir oben waren. Ja, wir müssen immer noch durch das Tor laufen. Ne, wir müssen nicht durch das Tor laufen, wir haben noch drin gespeichert. Bist du sicher? Ne. Jetzt habe ich eigentlich erwartet, Jusen hat er Maul. Halt man nicht. Okay. Dann stelle ich mich mal direkt hier hin. Dann kann ich ihn am besten angreifen. Nee, Jusen, das ist ja das, was ich genau erklären wollte. Du sollst den nicht angreifen. Den Typen. Achso. Und ich auch nicht. Wir kümmern uns um die Elementare, beide. Und David und Pyler greifen den mit Zaubern an. Bin ich aber dumm, weil der ist gegen Zauber immun. Der will doch eigentlich unsere Waffendinger besser. Ja, eigentlich besser. Alles, was Nahkampf ist, das wird... Ja! Deswegen lieber zu ihm Schwein stellen. Weil gegen den Erdtypen kann Pyler, glaube ich, oder? Die anderen kann er zum Beispiel Feuer und sowas raushauen. Der ist nur so lange immun, wenn ihr euch das mal durchlesen würdet, solange diese Elementare da sind. Ja, aber dann lass ihn doch gleich wegkillern. Der macht aber auch weg. Der macht aber mit jedem Element, was der um sich rum hat, einen Gegenangriff auf dich. Achso, okay, naja gut, das wusste ich nicht. Das hat er doch gerade dreimal gemacht. Habt ihr nicht aufgepasst? Nee, eigentlich hast nur du Schaden bekommen. Nee, Jusen auch. Jusen hat die Hälfte seines Lebens verloren, wo der den angegriffen hat. Wollt ihr mich gerade komplett verarschen, oder was? Ja, aber nicht die Hälfte, jetzt entspann dich mal. Natürlich hast du die Hälfte verloren. Der wollte doch nur wieder, an so einem Zaubertrank schnüffeln. Ja, wir können es auch lassen, also... Also dann machen wir die Elementare, ja? Den können wir machen. Nein, du und Pyler sollt den Typen mit Zaubern angreifen, weil anscheinend geht's nur bei Waffenangriffen. Dann bin ich. Ja, aber es geht aber... Können wir auch so... Ah, okay. So, ja gut, aber wir können die Elementardinger... Also ich persönlich kann die Elementardinger nicht angreifen, weil die gegen Hieb resistent sind, stichresistent und wurfresistent sind. Aber wie viel? Also es bringt halt nichts. Resistent halt. Nee, immun bringt nichts. Ja, nee, aber es geht ja darum, dass die Elementar, hier der, zum Beispiel der Erdelementar, den könnte Pyler instant mit Feuer wegkloppen. Und der andere Typ hat halt nichts mit Nahkampfwaffen und wir haben halt keinen Stichschaden oder sowas in die Richtung. Deswegen machen wir halt keinen Schaden. Deswegen frage ich mich, warum ihr den nicht wegkloppt und wir auf die Elementare gehen. Ja, das ist doch sinnvoller, finde ich auch. Habe ja. ich gerade gesagt. Wenn wir den einmal angreifen, verlieren wir die Hälfte unseres Lebens. Ja, na gut, dann hängt es natürlich wieder... ja. Also der Plan ist erstmal, die Elementardinger wegzukillern. Naja, neben ihm stehen noch zwei Elementar, die könnte... Ja, das sind doch nur die einzigen zwei, die wir jetzt bekämpfen müssen. Nee, er hat vier, Jus. Immer noch. Ja, naja, ich hätte gesagt, die anderen auch noch alles, okay. Pyler und ich den Luft und den Erd mache und ihr macht die beiden mit in der Mitte. Oder wir können ja gemeinsam angreifen, aber es geht ja darum, dass ihr schon mal nah an ihm dran seid. Beziehungsweise, er macht doch Zauber auf Entfernung, das heißt, wenn ihr nah dran steht, trifft er euch vielleicht nicht. Wir sind noch nicht im Kampf drin, ich wechsle mal den... Stufe 5 Zauber gegen diesen Strahl, den ich da hab. Da ist er nicht immun gegen. Gleißenden Schaden.
Und wir haben ja gesehen, dass genau. Der Feuer und so sich ja auch teleportiert, deswegen sollten wir den vielleicht als erstes wegkloppen. Oder sollte ich auflösen, ausprobieren? Ist Energieschaden, ist auch nicht immun gegen. Genau, ja, der Energieschaden ist doch richtig gut. 50 bis 100. Mach ich auflösen auf ihn und dann kümmern wir uns um den Rest, David. Genau. Ja, dann... Dann gehe ich wieder nach oben, ja. Gut, also erstmal die vier Elementardinger und dann ihn, alles klar. Aber es ist aber ja eigentlich abhängig davon, wer als erstes. Ich hoffe, das ist weit genug. Lasst mich das erstmal ausprobieren, ob es weit genug wäre. Na, ich am sinnvollsten wäre, wenn Peiler das mit seinem Auflösen-Zauber direkt auslöst. Weil, wir sind dafür ja... muss ich mindestens hier stehen. Okay. Naja, ist doch aber in Ordnung. Vielleicht ein bisschen vorlaufen noch. Warte, ich komme noch ein bisschen hier. Stellt euch alle so hin, wie ihr wollt. Naja. Sonst, wir können den Angriff auch alle zusammen machen. Wenn ihr alle einen Gegner aussucht und wir drücken alle gleichzeitig, kann auch sein, dass alle Angriffe durchgehen. Das ja, wollen wir nicht nochmal kurz quatschen oder direkt angreifen? Was wird's denn jetzt quatschen? Na, es gibt doch immer noch eine Katze, die wir hier haben, oder? Nein. Da sind wir durch, Jusen. Nee, wir können jetzt angreifen, Jusen. Und die Sache ist halt bloß, wie wir jetzt angreifen. Ich würde mal versuchen wollen, dass wir alle gleichzeitig irgendwelche Gegner angreifen. Okay, ja, kann ich. Ich kann von hier oben angreifen. Gut. Dann ich sagt alle, wenn er ein Visier hat. Okay. David? Warte. Ne, ich muss mal ein Stück anlaufen. Ich habe aber nur 49, ne, Leute? Also... Ich habe 55. Naja, aber immerhin besser als nichts. Also ich greife... Ich soll den Typen angreifen da oben, wa? Ne, wir alle greifen gleichzeitig an. Irgendeine Kreatur. Ah ne, den Typen sollen wir nicht angreifen, wa? Genau, elementar nur. Ja, sag mal, was haben wir denn jetzt die letzten 10 Minuten hier Quatsch? Ja, ist egal, elementar. Ja, nee, ich meine, wenn Peiler jetzt ein AOE auf den macht, nicht, dass er... Aber gut. Ich mache ein AOE auf die drei, die da stehen. Nein, Jusen, du sollst die nicht angreifen. Ich dachte alle gleichzeitig. Aber nicht ihn, sondern einen anderen. Ja. Na, ich mach natürlich zwei anderen gleichzeitig nebenbei auch. Ja, ich mach den Erdelementar. Jusen, du verlierst die Hälfte deines Lebens, wenn du den Typen angreifst und der das überlebt. Was raffst deswegen du denn daran nicht? Greif doch sonst. Wer ist denn hier eher rechts neben uns, Jusen? Luft. Ja, greif den Lufttypen da an. Genau, zum Beispiel den hier oben. Geh Randa Glumanda und pack aus, Mickey Maus. Und David und Peiler machen mit ihren Zaubern die Typen da oben platt. Okay. Die stehen da zu viert, da können sie ruhig ordentlich drauf hämmern. Ich mach diesen Luftdings, wo ich gerade vorstehe. Alles gut. Darf ja, ich runterzählen? Da habt ihr alle ausgewählt? Seid ihr drauf? Da hinten steht auch noch einer. Naja, soll ich ja, David kann nicht mit vier gleichzeitig, mit drei ja. gleichzeitig angreifen. Nee, das ist richtig, aber die stehen da oben zu viert, habe ich gesagt. Ja, naja, aber wir können ja keine AOE machen, weil der Typ da in der Mitte steht. Das meine ich ja. Na, Peiler kann das. Ja, aber dann kriegt er doch aber Schaden, weil er doch angegriffen macht doch gerade keine AOE, Leute. Also, ist aber egal. Ich kann auch hinter ihm laufen und den da hinten angreifen. Das meine ich ja nur, dass er da nicht aufpasst, weil sonst ist Peiler gleich tot. Nein, Zauber lösen das ja anscheinend nicht aus. Das haben wir ja eben gemerkt, wenn ihr aufgepasst hättet. Peiler hat nicht die Hälfte seines Lebens verloren, wo der da seinen Zauber auf den Typen gemacht hat. Das machen nur Waffenangriffe. Ja. Das ist das, was ich jetzt die letzten 15 Minuten gequatscht habe. Richtig. Deswegen geht doch bitte von ihm da oben weg. Sucht euch einen der Gegner hier links und rechts aus, nicht neben ihm links und rechts. Aber hinter dem Typen ist doch einer, der gerade wegrennt. Ja, Jusen, du machst die Elementare außen. Wir hauen da in. Der von David, Jusen. Ja, das war meiner. Das habe ich nicht gesehen. Sorry. Gut, okay. Genau. Ich mach den Lufttypen, alles egal. Genau. Haben wir es jetzt alle gerafft? Oder greifst du immer noch ihn an, David? Ja, David soll auch den angreifen mit Zaubern. Ja, ich überlege gerade, ob ich dann mache ich Nekroplager. Ja. Na, das Stärkste, was du hast. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid, ich zähle dann runter. 64, ja. Okay. Ach, alle bereit? Achso, warte, speichern? Brauchen wir doch nicht. Okay. Gut. Aber gut. Kann ich runterzählen? Habt ihr alle ausgewählt und seid auf dem Gegner drauf, dass ihr nur noch klicken müsst? Ja, ich will, ja. Okay.
3, 2, 1, drücken. Ja. Na, meiner hat nicht funktioniert. Schade. Auch nicht so wirklich. Aber. Der wichtigste gewesen. Aber wir sind nochmal dran und die sind überrascht. Ist doch gut. Wir haben einen Zug frei. Oh, nice. Ist doch in Ordnung. Okay, falls euch noch lieben, was macht ihr? Na, ich bin nicht da, macht den Sechser. Ich greif weiter hier den R-Typen an, den habe ich jetzt schon so gut wie unten. Zack, 53. Der hat nur noch 39 hier, der R-Typ. Nice. Sehr gut. Nächste Runde kriegst du ihn weg, oder? Na, könnte sogar David vielleicht schon mit seinem Holztypen. Oder so. So. Okay. Pilot. Ja, ich kann nichts machen. Ich würde mal sagen, ich bin auch überrascht, oder was? Na, wahrscheinlich, weil du den Kampf ausgelöst hast. Okay. Kannst du noch eine Bonusaktion machen oder so? Ja, dein sechster Zauberspell hat gewirkt. Ja. Aber der kam anscheinend nicht an, oder? Nee, keiner von denen hat. Doch, der Typ hat in der Mitte hat Schaden gekriegt. Ah, durch deine Plage, wa? Ja, aber nur durch. Nur durch David. Ja, genau. Ja. Meiner hat nicht funktioniert. Deswegen ist eigentlich voll für den Arsch. Ja, schade. Hat deiner alle drei verfehlt, ey. Krass. Gut, dann kannst du dich nur bewegen, aber im Endeffekt bleibst du bestehen. Ja. Ja, kommt drauf an. Weiterspielen, ja. Ja, ist ja jetzt nichts verloren. Ja, wir machen erstmal weiter. So, alles in Ordnung. Jusens Angriff hat da drüben auch fehlgeschlagen, wa? Ja, leider. Okay. Ja. Ah, die sind alle überrascht. Wir haben halt eine Free Round. Ja, ein bisschen was gebracht hat's, aber wäre geil gewesen, wenn Jusen und ich noch durchgekommen wären. Das ja. Aber, Würfelglück. Kann man nichts machen. Den R-Typen da, den habe ich dann vielleicht gleich tot. Dann ist schon mal einer weg. Naja, platt machen tun wir so oder so, hätten wir auch letzte Runde, aber... Da sind nur noch drei. Ja. Ja. Oh Mann. Ich will meinen auch wegknallen, aber wie gesagt, mein Skill ist jetzt nicht so gut für diese Gegner. Aber ich gebe mein Bestes, Freunde, ich gebe nicht auf. Jusen resistent heißt nur, dass du den halben Schaden machst. Du machst doch immer noch ordentlich Schaden. Und du bist nur resistent, gibt's ja mit einem und zwei Pfeilen drüber, bevor es immun wird. Gut, wenn ihr so zuversichtlich seid, dann bin ich's auch. Du machst trotzdem Schaden. Nice. Ja, alle kontern. Nice, down ist er! So soll das sein. Aber die Viecher sind noch da, Kacke. Ne, hatten wir doch vorhin auch schon. Ja, trotzdem ist Kacke. Aber trotzdem, er konnte nichts machen. Ja, ihr seid alle noch full live. Ja. Das ist mega. Und die sind immer noch eine Runde überrascht. Richtig. Deswegen bin ich mal gespannt, was ich gleich machen kann, aber ich lasse euch erstmal den Vorzug. Oh. Oh, dann kann ich ja nochmal auf Klo gehen. Jusen da auch nochmal dran ist dann. Mach'n platt, David. Nein, der macht nicht so viel Schaden. Daneben, oh Mann, ey. Der End ist eigentlich so cool, aber der haut immer zu 50% daneben. Okay, der ist so Stufe 11. Der Gegner. Welche Stufe ist denn Endvieh eigentlich? 6. Okay, ja, dann wundert mich nichts. So, was machst du mit ihr, David? Jupp, das hätte ich auch gesagt. Hast du ihn noch erwischt? Ja, eigentlich schon. Nee. Aber er ist... Doch, mentale Erschöpfung hat er bekommen. Doch, hat er. Aber er hat keinen Schaden bekommen. Naja, das kann ja auch nicht so. Nee, da müsste schwieriges Gelände stehen, David. Steht bei ihm nicht. Ah, okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das trifft. Jetzt kann ich jetzt auch nichts machen. Achso, weil ich den Angriff wahrscheinlich gemacht habe. Richtig, das ist das gleiche wie bei mir. Da haben wir gleichzeitig vielleicht gemacht. Oh, booste dich noch auf, Yuzi. Boost den Typen weg. Kann ich ja nicht, ich kann nichts machen. Na doch, hast du ihn doch aufgeboostet. Bereit ja, mehr kann ich nicht. Nee, wenn du läufst, dann kriegst du Schaden. Oh. Ja, der kann sich teleportieren, ja. Oh, Alter, hast du ein Glück.
Hast du ein Glück. So, David, wen sollten wir zuerst platt machen? Den da? Ah, oder aufs Feuer. Ah, nee. Obwohl, der ist feuerimmun. Ah, ich habe doch Eisattacken und Wasser. Du hast doch eh den Buff, dass wenn jemand immun ist, du trotzdem Schaden machst, oder? Ja, den habe ich auch. Ansonsten hau den 39er da hinten weg. Er ist ein bisschen weit weg. Okay, na, oder? Am Feuer. Besten treffe ich Feuer oder Feuer den mit Eis, ja. Kannst du Eis drauf hauen. Aber die haben leider keine Schwächen. Ich hätte gedacht, der hat eine Eisschwäche, aber nicht. Oh, kannst du ein Feuerdings weghauen. Und wenn du vielleicht noch ein bisschen Dings hast, dann triffst du vielleicht. Ah, naja, nee, ja, okay. Nee, treffe ich nicht. Den Sechser noch. Aber mehr sind ja auch gar nicht. Die haben keine Schwächen. Ich warte, was du machst, ne, Peiler? Na, war schon mal nicht verkehrt. Das ist schon mal halb weg. Also ihr könnt jetzt den Wassermyrmidon mit 61 eventuell töten, wenn es crittet. Und den 39er auch eventuell. Na, zeig mal. Das macht doch erstmal den 39er weg, oder? Nee, machen wir. Ja. Perfekt. Tot? Ja. Pulverisiert hat dann. Dann hast du jetzt noch einen Zug, Alex. Dann kannst du ja gleich den nächsten angreifen, ne? Nee. Ich hab keinen Blutdurst. Ah, okay. Hab nur Ecke. Und Davidoff. Alter, mein Gegner haut ab. Ja, kritisch. Musst du auf jeden Fall schützen. Danke. Bitte. Dann Schildhieb, David. Oh, cool. Aha, wir haben mental erschöpft. Brüllt. Kannst du laut brüllen, wie du willst. Achso, der ist auch noch böse. Warum stehen wir alle bei mir? Doppelter Fehlschlag. David, das wieder. Kannst du dein Schwert aktivieren, David? Dann kann ich aber nicht mehr angreifen. Kannst du dann jetzt so krass angreifen, dass dein Schwert-Benefit überwiegt? Ich kann mich auch verwandeln. Dann ist auch dein Schwert aktivieren. Könntest du auch dein Schwert aktivieren? Dass alle Gegner im Umkreis von mir mehr Schaden kriegen, oder was? Nee, dass du den in den Arsch schiebst und instant tötest. Ja, ich kann gut, mir ich auch... ich probier gleich mal was aus. Wenn ich dran bin. Gucken, was passiert. Ich will mal den Kettenblitz ausprobieren. Mal schauen. Mhm. Abgestumpft. Hast du abgestumpft, David? Mhm. Links, rechts, vorne. Nee, der da oben. Ja. Okay. Alter Falter. Not bad. Das war krass. Bleib da unter mir stehen, der kleine Bastard, damit ich nicht treffen kann. Ja, mal den 6 haben. Wenn ich das in das Feld renne, habe ich keine kreischende Klinge, oder? Nein, das ist, gilt nur für Gegner, die da drin stehen. Die kriegen mehr Schaden. Okay.
Greif den hier an, der kriegt mehr Schaden. Ja, ich würde jetzt das Ding werfen. Wieso willst du ihn werfen? Dann krieg ich Schaden, hör auf mit der Scheiße. Ja, nicht zu dir. Na, dann krieg ich Peiler Schaden. Sorry, Peiler. Okay, verstrickt. Okay, ich guck mal. Der Typ ist weg. Frank ist weg. Jetzt kannst du aber nochmal angreifen, oder? Crink. Nee, leider nicht irgendwie gerade. Okay, schade. Ich würde mich heilen, aber brauche ich nicht. Feuerelementars nachjusen. Ja, aber. Hey, Kollege, beruhig dich mal. Ich mich frage, wenn ich Kettenblitz mache, treffe ich denn alle oder? Das ist die Frage. Also euch mit? Bitte nicht ausprobieren, vielleicht. Nicht jetzt gerade. Haben wir einen, der Pflanze ist? Nee, ne? Ich bin hier, der Dings ist, glaube ich, Pflanze. Ja, aber es, zum Angreifen ist es ungünstig, also nein. Ja, das Erdviech ist, glaube ich, schon tot. Solche Töte. Nee, das war erzählt, aber auch elementar. Ist keine Pflanze. Probier doch den Kettenblitz aus, Peiler. Naja, ich glaube nicht, dass das auf Verbündete springt. Mal kicken. Was machen auch, aber. Oh, 36. Also, was steht denn da beim Kettenblitz? Warte. Trifft einen Gegner mit einem Blitz. Drei weitere Blitze springen zu Zielen auf drei weitere Gegner im Abstand von bis zu 18 Meter über Gegner. Ja, also nur Gegner, okay, dann mach. Siehste, das war ich doch. Ja, aber ich treffe ihn hier unten nur, wenn ich hinter ihn. Ja, gehe. Aber. Also ich muss jetzt hier hin. Ja, aber die Blitze gehen, glaube ich, nicht so weit, 18 doch. Meter. Doch, 18 Meter. Der Blitz geht auch nochmal 18 Meter. Der trifft noch alle anderen mit. Okay, das war muss halt bloß gehen, so ungefähr hier so vielleicht hin. Geht nicht. Warum komme ich hier nicht hin? Nicht genügend Bewegungsreichweite. Ich fliege. Von da oben nach da unten. Aber pass auf, Fliegen ist eine Aktion bei dir, oder? Nein, Bonus. Ne, Bewegung. Ist egal, dann muss ich halt recht dicht an den ran. Achso, du stehst im schwierigen Gelände. 70. Bei denen da hinten hätte ich 80. Mhm. Was sagt er? Na, den 80. Der ist immun. Wer ist aber immun? Der ist immun. Nee, hey, der ist nur resistent gegen Blitz. Okay, haben wir das auch mal rausgefunden. So, warte mal, warte, Alex. Ach, danke. Jetzt. Okay, Schaulinchen. Oh, ich überlege gerade, Jusen braucht ja wahrscheinlich keine Hilfe. Dann mal erstmal den Lufttypen da weg. Und Kettenblitz ausprobiert, ist auch weit. Kritischer Treffer. Ja. Danke. Bitte. Scheiße. Nice. Hat er versucht, hat er. Fusen, mach ihn, platt. Glauben kann ich auch nicht. Boah.
Hast du nicht irgendeinen Angriff, der irgendwas mit einem Element macht, wie Donner, Eis oder sowas? Jusen? Hast du irgendwelche Elementangriffe, wie zum Beispiel, es gibt ja auch so Wirbel oder Luft oder sowas. Das gibt's ja bestimmt bei dir auch. Weil wenn du zum Teil Angriffe hast bei dem Feuerelement, was nicht Feuer und Gift ist, kannst du halt, wenn du einen Angriff startest mit Blitz, blabliblub, noch extra Schaden machen und der ist dann, genau. Der trifft auf jeden Fall. Ja, das war's leider. Mehr konnte ich jetzt auch nicht machen. Dann machen wir. Das war in Ordnung. Solange er dich angreift, ist alles gut. Das Geile bei dem Feuerelement ist, er ist nicht besonders stark. Ja. Na, zumindest nicht, wenn er diese Nahkampfangriffe macht. Naja, er hat generell keine guten Angriffe. Also da finde ich das Element davor, was ich hatte, es macht stärkere Angriffe. Da mache ich auch bis 30 Schaden. Aus Pilar oder weg vor dir. Ja? Warte mal, wie weit sind die anderen weg? Wenn ich nur raus soll, ich bin eigentlich nicht toll. Nee, ist zu weit. Und gleich wieder da. So, und der Lufttyp hier hat noch 29. Der hat 14. Normaler Feuerball oder nicht? Er ist doch Wasser, oder? Obwohl, nee, ja. Er ist nicht immun gegen oder irgendwie resistent. Also hohe Wahrscheinlichkeit bei 30 Schaden, das war 55%, dass ich ihn umhaue. Hauen weg. Hau weg. Gut. Feuerball. Nee, Nahkampf. Ja, besser. Oh, siehst du. Tot. Lüft. Mann. Danke. Mann, da bin ich doch gerade weg. So, kloppen wir jetzt hier noch auf den Feuerelementar ein. Ach scheiße, jetzt kann ich nicht mehr so weit laufen. Aber er auch nicht. Kannst du mit deiner Dryadin die Dornen da noch ausmachen? Ja, warte. So, bin wieder da. Sehr schön, David. Der ist erstmal gefesselt. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Können wir erstmal den Feuerelementar platt machen. Genau. Hau drauf, Jusen. Gib ihm Packung. Cool, Jusen greift die Dryade an. Ach so, scheiße. Ja, nicht. Ach so, und mich auch, alles klar. Ja. Ich hab mal geblockt, ne, Alex? Ja, danke. Für dich. Sorry, aber dafür haben wir Feuerscham ein bisschen gemacht, bei dem Feuertyp. Naja. Jusen, das ist keine Entschuldigung, also... Alles gut. Ist oben schon spät. Die Leiste, oben die Leiste. Nee, er hat seinen AOE-Angriff gemacht hier. Wo er alles vor sich tötet. Ja. Ach, schön. Oder angreift zumindest. Ja, angreift er. Ja. Sorry? Naja, bin ich ja schon gewohnt von dir. Hätte ich das jetzt nicht gekontert, hätte Alex nicht mal Hälfte Leben, Alter. Es waren 22 und nochmal 12 oder so. Gut reingezimmert. Nicer, nicer. Perfekt.
Der Feuertyp ist dran, tot. War? Jetzt nur noch in Luft. Jo. Hol weg die Luft. Puste sie tot. Okay. Naja, von hinten. Vom Balkon ich fast raus. Ja, ich dachte, du fliegst raus jetzt. Ich hau ab, Leute. Ja. Einmal verschwebt runter in die Stadt. Oh, dein 30er Feuerball macht jetzt 30 Schaden. Okay. Ich hab den Strahl genommen. Oder so. Sicher, sicher. Aber auch nur Stufe 3. Also Stufe 2 ist ja Standard. Oh, die haben keinen Loot. Ne. Aber er vielleicht. Du bist bei Rettungshilfe im Vorteil. Oh, kann Peiler mal gucken. Hat nette Magier-Sachen. Mhm. Ich war so dumm, wie ich das gemacht habe. Hast du sie im Inventar, Alex, oder? Nö, ich hab, hat die Leiche jetzt nicht gelootet. Was ist das? Nett. Ich weiß nicht, ob dir der Stab da was bringt. Hm. Warum darf ich den schädigen? Arkane Verzauberung. Du erhältst einen Bonus auf von plus 1 auf einen Zauberrettungswurf. Warte, David hat gespeichert. Zauberrettungswurf SG und einen Zauberangriffswurf. Waffenverzauberung plus 2. Bringt mir eigentlich nicht wirklich was, nee. Naja, Spiegelbild, sein Anzug. Du bist ein Rettungswurf gegen Zauber von Vorteil. Ja. Spiegelbild erzeugen, Illusionszauber. Ah, ich behalte es erstmal, aber anziehen würde ich es nicht. Mhm. Ja. Müssen wir mal kurz überlegen, was wir dann machen. Ist jetzt, gleich 22 Uhr. Auch bis 23 Uhr machen, wenn ihr Lust habt. Ne, ich würde gerne dann Schluss machen, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Jo. Dann tun wir dies. Na denn, Wenn noch das Portal darf, wieder zurück war. Würde ich sagen. Oh, ich wüsste jetzt auch nicht, wo war. Ich hab hier noch eine Schriftrolle gefunden, schwachen Elementar beschwören, Peiler. Na, kann ich schon. Ja, aber kannst ja immer spawnen. Falls du mal keinen Zauber. Aber kommen wir hier runter irgendwo? Nee, wa? Das habe ich mir auch schon gefragt, weil da unten gibt's irgendwie noch Loot, ne? Ja, und hier sind Zaubertische und so. Sollte mal versuchen, da vielleicht runter zu hüpfen. Ich ja gerade, aber wir sind. Ja, wir sind auf dem Turm, der übelst weit oben. Zack. Ist. Doch, siehst du, bei Alex weg. Geht's. Ich gehe Alex hinterher. Ja, da gibt's Loot, Alter. Arkane Kunde, Fehlschlagen. Ich bleib mal hier oben, mir ist das, glaube ich, dann viel zu stressig, mit denen wieder hochzulaufen. Den Wehen. Oder müssen wir da unten weiter? Da ist irgendwas ganz unten. Da sind Sachen, ja. Hat hier gibt's, Alex auf, gesagt. Gibt's auf jeden Fall Loot, ja. Nee, da unten ist bei mir Kugel, ist auch fehlgeschlagen, Alex. Unten auf dem Tisch schlägt das viel. Also zumindest bei mir. Vielleicht hat der Jusen Glück, auch wenn er nicht viel hat. Ich glaube hier, dieser Gewebeknopf lässt die... Oh. Bei mir hat's geklappt. Hier ist eine Falle, Alex. Ja, hier ist eine Falle. Oh, entschärfen, oder? Es ist eine Falle.
Okay. Ich glaube, wir müssen diese Knöpfe drücken, damit die Tische weitergehen. Oh, ich habe einen Knopf gedrückt, ich bin teleportiert. Okay. Ich bin jetzt in einem Raum, wo auf einer Seite eine Klamotte in einem Schild liegt und auf einer Seite ein geiler Stab. Ja, das hat ich gesagt. Mal gesehen. Das ist ganz, ganz unten, glaube ich. Oh, Zauberspruch nehme ich mit. Hier hinten ist der Truhe, Scholli. Ja, oder? Alter, Geld, Zaubersprüche, Schlüssel. Oh, ist die schon offen? Hier brauche ich Alex. Ich komme hier nicht rein. Achso, die Truhe ist schon offen, sorry. Oh, ist gut. Okay. Könnt ihr noch zu mir kommen? Ja, ja, wir looten hier oben auch noch alles. Kann mich wieder nicht mehr raus. Jetzt. Ein Pfeiler ist weg. Pfeiler ist wieder rausgeflogen. Ja. Oh, PC abgestürzt, schreibt er. Das stimmt doch irgendwas nicht. Wieso nicht, wartet soll bei ihm nach? Da stimmt doch irgendwas nicht. Oh, ich habe gerade den Gewebeknopf gedrückt. Okay. Und? Hast du gewonnen? Du hast ein Gold. Ein paar Tränke. Wo ist jetzt hier eine Truhe hier? Nee, ich hab's ja schon. Die war schon offen, hab ich auch schon gesagt. Achso. Schon wieder vergessen. Todeswolk. What's hiding here? Okay. Dann gehen wir mal da hinterher, oder was? Ja, aber hier ist nur eine kleine Schatzkammer. Also, du hast dich zur Schatzkammer teleportiert. Okay. Das sieht so aus, ja. Aber hier ist eine Truhe, die ich nicht öffnen kann. Bist du da unten bei Pyler da, wie oder was? Ne, Pyler sehe ich hier nicht. Sind nee. Da zwei blaue Portale? Ne, warte, wo ist denn die Usen? Irgendwas explodiert hier draußen die ganze Zeit. Ih, hier sind Magierhände. Ich bin draußen. Okay. Könnte nach draußen gehen. Ich bin bei Pyler jetzt. Hä? Ihr habt oben irgendwelche Türme aktiviert. Okay. Aber hier oben haben gerade alle Türme angefangen zu leuchten und auf uns zu schießen. Okay. Kann mir irgendwie jemand diese Richtung irgendwie mal reingehen? Hier ist ein paar Kisten, die will ich gerne knacken. Oder darf ich mir einfach welche nehmen? Arkane Kanone. Ah, die sind. Ja, ne, die unten sind die ganzen. Sind die nicht, nur hier. Unverwundbar. Pauline, kannst du mir ein paar Dietriche geben? Oh. Scheiße. Ah, die mittlere. Okay, das könnte hart werden. Dieses Material ist ungewöhnlich hart. Nur ein Schlag mit mindestens 22 Schaden kann es beschädigen. Habe ich dir reingepackt? Vielen Dank. Was ist jetzt hier mit den Kanonen? Ah, okay. Ja, Alter. Okay. Ja, die sind halt Alter, aua. Ja, die schießen alle. Ja. Scheiße. Okay, krass. Mittlere also Zähigkeit. Irgendwas habt ihr anscheinend aktiviert oder so. Die sind gerade, wie gesagt, ausgefahren. Ja, die haben auch Resistenz gegen alles, ey. Außer Blitz. Ja,
Ja, aber du musst 22 Schaden machen. Ja, ist ja mit Blitz, sag ich mal, nicht so schwer. Oh. Machst ja doppelten Schaden mit Blitz. Das ist richtig, ja. Ja, Pfeiler ist aktuell da unten. Oh, okay, ich habe hier einen Pfeil des Blitzes. Was, wieso ist Weg unterbrochen? Und ansonsten den hinten bei mir. Ah, hier. Du da besser, oder? Nee, jetzt so. Hä? Du bist beobachtet. Oh. Ah, ich merke schon. Achso, Jusen, oder das war dieser Nee, den Gewebeknopf hattest du vorher schon gedrückt, war? Ja, da bin ich gerade noch. Ah, okay, aber nee, die sollten wir dann vielleicht nicht drücken. Naja, vielleicht dann einen nach dem anderen. Das war die Kanonen hier irgendwie. Oder kannst du den jetzt nochmal drücken? Vielleicht werden die deaktiviert dadurch. Nee. Ich hab keine Bewegungsrate mehr. Sondern weil er nicht dahinter ist, der Knopf. Hehe. Was du trickst. Oh, stimmt. Jetzt hat er sich dafür. Oh, irgendwie. Okay. Ja, ne, mit der kann ich keinen Schaden machen. Ja. Echt? Hier ist ein Portal. Ist ja die Frage, wie wir da runterkommen irgendwie. Nein, der macht auch keinen Schaden. 20 Schaden. Vielleicht kann ich die auch deaktivieren. Vielleicht ist das, was wir, wo unsere Wahrnehmung versagt hat. Dass das Fallen sind, wisst ihr? Lustig, ich bin wieder am Anfang. Hat sich anscheinend gerettet. Ich war gerade wieder am Anfang. Und der Typ hat doch gelebt, den wir gerade weggeklettert haben. Ja, das sag ich manchmal auch, dass sie kurz wieder aufstehen und dann wieder umfallen. Wer stand da noch? Wer stand da? Wer stand da nicht? Das hast du dir eingebildet, Jusen. Müssen wir wieder zum Doktor gehen? Bist du schon wieder tote Menschen? Kann sein. Wo treibst du dich eigentlich schon wieder rum? Jetzt, ich weiß es nicht. Wir kämpfen hier um Leben und Tod und du bist schon wieder. Warum tote speicherst Menschen du denn jetzt? Das ist automatisch. Achso, okay. Ich dachte jetzt, Alter. Es gibt Schnellspeicher und es gibt Speicher. Naja. Ah, okay, jetzt hat er mich getroffen. Ah, okay, krass. Ja, mein PC. Ja, ich würde sagen, laden wir hier nochmal neu und ich guck mal, dass ich die Kanonen irgendwie deaktivieren kann. Ich komme erstmal kurz rein. Streamer. Nee, warte. Warte, ich lade erstmal neu. Ich muss erstmal Spiel starten, Diggi. Wir machen eh gleich Schluss, oder? Ja. Ja. Deswegen mache ich ja den Stream auch nicht nochmal neu an. Ich habe im Streambus geschrieben, dass er abgespielt ist und so, und dann ist gut. Achso, Peiler, deine Pizzasuppe kann man auch super auf den Toast machen mit Käse überbacken. Natürlich. Ich habe aber nochmal gemerkt, jetzt so ein paar Tage später, ein bisschen wenig Salz war drin. Das ist doch egal, kann man ja nachsalzen. Ja, das stimmt schon. Ich habe die gestern auch aufgegessen. Mit da noch. Ach, die so letzte Wiener reingepackt. Heute wird die doch noch gut sein, wa? Weil ich habe noch ein Zweckflexer. Ja. Ich finde das. Digga, so eine Suppe kann sich bis zu 5 bis 7 Tage halten und deine ist jetzt gerade mal 3 Jahre alt, also. Ja. Ich habe halt nur auf die Heizung gelegt. Ein paar meiner Mikrowelle erwärmt. Gut, Leute, machen wir jetzt den Schluss oder? Warte doch mal, Jusen.
Was ist der Plan der Plans? Kämpfen würde ich noch. Erstmal wieder runter, okay. Oh, erfolgreich. Alex, was machst du morgen? Morgen bin ich bei Maria wahrscheinlich. Okay. Und mit dir bloß mal quatschen, vielleicht mal so zwischendurch Warzone zocken. Oder so. Oder Zombie-Modus. Jo. Kann man gerne mal machen. Aber nicht morgen. Genau. Schafft irgendjemand hier arkane Kunde? Dass man diese komischen Kanonen hier vielleicht sieht? Und bitte erstmal nicht diese Gewebeknöpfe anquatschen. Gar keine Knöpfe. Ja, gar keine Knöpfe. Ich muss einfach mal Knöpfe zu drücken. Warte, wo war denn jetzt immer der Bildtisch? Warte, das hier die Falle. Die habe ich ausgelöst, aber die gehen weg. Zack. So, aber hier aus diesem Kreis hier, da kommen diese Kanonen raus, wenn wir diese Knöpfe drücken. Die sind gegen Blitzschaden anfällig. Was soll ich noch jetzt machen, Digi? Jetzt kannst du noch gar nicht machen, ist ja noch nicht draußen. Kann ich schon zu euch laufen? Ist ja alles entschärft? Ja. Bei mir und Jusen kannst du hinkommen. So, aber Alex muss ich hin. Schick. Warte, ich komme, Alex. Übel, Riesenstärke. Nice. Auch fehlgeschlagen. Bei uns allen. Ist immer Alex vorlaufen, ne? Naja, die Frage ist jetzt, wie wir diese Kanonen hier entschärft kriegen. Da müssen wir uns mal eine Platte drum machen. Aber unten, wir müssen mal noch eins da unten gehen. Weil da sind die geilen Sachen, wo ich vorhin hingegangen bin. Ja, Pilot, das Problem ist nur, wenn du diesen Gewebeknopf drückst, dann löst du diese Kanone aus. Naja, und wie bin ich weiter oben da reingekommen? Da müssen wir doch bloß durchgehen. Nee, Peiler war ja schon unten, da war richtig. Ja. Da waren die noch nicht aktiviert. Ich glaube, nur als Jusen da den Knopf gedrückt hatte. Achso, na dann hat Jusen da unten irgendwas ausgelöst, ja. Ja, die müssen wir die Tische doch bloß wieder hoch. Na, ich guck mal. Wie wurdest du denn runter teleportiert eigentlich? Speicherst du, bevor wir jetzt hier irgendwas probieren? Warte, ich mach hier erstmal Quick Save. Ja, genau. Zu hoch. Oh, warte, fliegen. Nicht, dass wir den ganzen Kram jetzt nochmal einsammeln müssen. Fliegen. Fliegen. Ah, ich bin durchs Portal gegangen, glaube ich. Ja. Und der mit hoch? Was denn für ein Portal? Oh, da steht, wo der Dude stand. Wo wir ihn umgekloppt haben. Oben. Okay. Wenn wir da durchgehen, dann müssen wir nach unten kommen. Du musst da hochspringen, oder was? Ja, wieder die Dings hochfliegen. Also, oder springen, wenn du so weit springen kannst, Lucy. Aber wir konnten doch jetzt noch Loot einsammeln, wenn wir diese Knöpfe drücken, oder? Ne, wir mussten eigentlich nur nach ganz unten, da war eigentlich Loot. Ich weiß nicht, ob hier oben. Da ist mehrere Loot. Wo ich aber zum Teil auch nicht rankam. Vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück. Deswegen warte ich hier auf euch. Wir sind erstmal auf Blitz zu fliegen, wenn ich fliege. Was kommt ihr da hoch oder? Ja, David ist da. So, also durchs Portal jetzt erstmal zurück. Ja, warte doch mal. Nicht zurück, wir kommen da nach unten.
Obwohl, ihr braucht mich ja erstmal hier unten nicht. Bleibt mal kurz hier oben stehen. Kommt mal bitte alle mit nach unten. Alle mit nach unten. So, sind dann alle da? Alex? Nee, Alex dann ist da. Nee, du war wieder hier. Wie bin ich denn nach unten gekommen? Schnell zurück! Ja, weil du diesen Knopf gedrückt hast in der Mitte. Da bin ich nämlich auch zu dir gekommen. Ja. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Welcher war denn das, Alex? Warte, ich muss gucken. Ah, ich bin auch gerade am überlegen. Ich habe hier einen Knopf gedrückt irgendwo. Na, weil habe ich den Gegner gekillt. Genau, und unten. Hier stand ich. Unten, Pfeiler. Ihr müsst wieder runter. Die Knöpfe sind alle hier auf der unteren Ebene. Und da hast du einen Knopf gedrückt. Ah, okay. So, und das war... warte, welchen hab ich denn hier gedrückt? Glaube, hier Sicherheit war das. Jusen war in der Schatzkammer. Gewebe war das, ja. Na, Gewebeknopf heißen die alle, Jusen. So. Und davor ist eine Steintafel mit beschrieben, wo du hinkommst. Dann habe ich den da, glaube ich, gedrückt. Einmal Sicherheit, genau, ich glaube auch Sicherheit. Dann gibt es unten Räumung und Schatzkammer. So, und das Problem ist jetzt, wenn wir diese Knöpfe drücken, kommen halt aus diesen Dingern da magische Kanonen. Ja. Und dann speichern wir nochmal, David. Die uns Aua machen. Ich drück mal den Knopf hier bei mir. Und Pyler ist der Einzige, der den Dingern, glaube ich, Schaden machen kann. Hier ist was passiert. Das war der Falsche. Der Pfeil des Blitzes. Ja, genau. Jetzt sind sie da. Und da sind sie alle. Aber welchen habe ich denn vorhin gedrückt, Mann? Ich bin so dämlich. Aber als Pyler vorhin gedrückt hat, war er halt unten. Und nichts. Noch, die Dinger waren, glaube ich, noch nicht genau, dran. Deswegen nochmal neue laden, bitte. Was ist das da? Müssen wir uns den richtigen nehmen. Problem ist bloß, ich bin hier oben zweimal im Kreis gerannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher der richtige war. Unten. Mit der Aufschrift unten ist der richtige Pfeiler. Dann zeig mir den. Wie gesagt, ich bin zweimal im Kreis gerannt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich habe ihn gerade noch probiert, bevor David... Ich bin gerade in die Mitte gekommen. Ja, aber dann lass den doch gleich alle zusammendrücken. Ja, ja. Damit nichts passiert, ne? Warte. Hier, der hier. Sind da alle her? Ja, ich muss jetzt mal noch laufen. Ja, drücken einfach. Ah, das ist der Problem. Autsch. Ah, wir haben's offen. Nice. Ich hab den Knopf nicht gedrückt. Oh, Intelligenzwurf. Okay. Warte mal, ich bin noch nicht unten. Ja. Und das warten auf dich. Wow. Lass die Hebel mal Pfeiler drücken, bitte, Jusen. Das geht auf Intelligenz. Aber ich komme gerade leider nicht raus, sorry. David? Ja, welchen Knopf soll ich denn drücken? Mit der Aufschrift unten. Okay, warte. Unten habe ich. Aber du müsstest ja einen Bonus auf Intelligenz kriegen, oder? Ja, 7. Ja, naja, mehr als wir alle anderen. Achso, scheiße. So soll ich vorher erst mal 8. Speichern. Ja. Dass David gespeichert hat. Nochmal. Wir haben noch 4. Fehlgeschlagen. 10. Ziehen wir jetzt noch durch.
erfolgreich. Na, jetzt müsste eigentlich diese Barriere weggehen. Ja, genau. Oder du die eine. Robe des Gewebes, ja. So. Musst du das hier drüben nochmal machen? David, speichern. Wir haben nur noch zwei Versuche. Oder nicht? Also drei theoretisch. Ja, speichern und dann probieren wir es mal. Ja. Wäre ich auch dafür. Ja, ja. Okay, probiert Pylorus. Er will den Stab gerade nicht anwählen, jetzt. Fehlschlag. Du weißt das immer vor mir. Oh. Hey, hier steht bei uns. Steht ja über dir dann. Wer deine Würfelkatzin nicht. Fehlschlag. Und wieder Fehlschlag, ja. Einen hast du noch? Weiter, komm. Ja, uns wird neu geladen. Klappt. Fehlschlag. Nochmal neu laden. Ich meine, bitte! 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 Danke! Eigentlich, Alex, was denkst du, was wir als nächstes Projekt vielleicht mal zusammen machen, wo wir schon Ewigkeiten drumherum labern? Dass wir mal so einen Stream machen, wo wir uns abwechseln oder Minecraft. Wir nur ein-, zweimal die Woche, alle zwei Wochen einmal. So Minecraft. Nee, ich meine eher sowas wie Resident Evil oder so, wo wir uns das ewig schon vorgenommen haben. Smaller. Nur halt Minecraft. Zumindest doch ein Shrouded Spiel. Ich frag dich morgen nochmal. Alter! Komm jetzt aber, Peiler, komm jetzt, schaffst du es. Ich guck nicht hin, ich dreh mich um. Okay, nochmal? Echt jetzt? Der Zauberstab muss echt gut sein. Oh. Erfolgreich, geil. So, na dann lass mal gucken, was wir da bekommen haben. Deine komische Robe des Gewebes. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Zauberrettung. Gewebefresser. Wann immer der Träger einen Rettungswurf gegen einen Zauber besteht, gewinnt er 1 bis 6 Trefferpunkte zurück. Eieiei. Nicht schlecht. Oh ja. Der Zauberstab, Alex? Arkane Verzauberung. Du erhältst einen Bonus auf 1 auf Zauberrettungswürfe, SG und Zauberangriffswürfe. Arkane Batterie. Lindert die Arkane Bürde der Zauberwirkung mit der Macht des Stabes, der nach dem Zauber der Wirkung kostenlos eine Zauberplatz erhält. Ja, geil. Alter. Verliere ich aber heftig. Damit mein Zauber, also, ne? Feuerpfeil ist denn weg für umsonst und Feuerball ist denn weg für umsonst. Scheißegal, Alter, der ist ja tausendmal besser, Alter. Ja. Na, Judith. Hab trotzdem 16. 16 geht doch. Rüstungsklasse, das hier, ja. Das ist der kleine ja. Zwerg. Alter, der kleine Zwerg ist runtergestuft, Alter. Der ist so wie aber wir. Nein, Geschicklichkeit so plus 1. Aus Schild plus 2, von Umgang des Schutzes plus 1 und von Robe des Gewebes plus 2, also die Heilung. Ist eigentlich nicht schlecht. Mit dem Ring zusammen? Schon Porno. Aber nicht meckern, ne. Aber wir haben eh ziemlich geilen Stuff, außer David. Der hat nichts Legendäres. Also der Stab ist schon gut, ja. Ja, na, ist recht umsonst, dann kannst du einen 6er-Spin nochmal machen. Mhm. Oh. Deine Rüstungsklasse ist jetzt 16 anstatt 14. Ja. Auch das.
Was heißt, was ist denn hier das Kereskas gefallen? Was? Nutze die Elementarenergie der drakonischen Göttin, bla bla bla. Das Spell anscheinend, den du einsetzen kannst. Druide, Kreaturen, Paladine und Magier müssen Zauber von den Wirkungen vorbereiten. Okay. Also muss man. Ist ein Vorbereitungszauber. Kurzer Rast, Stufe 4. Jo, noch mal gucken, ne? Dann machen wir jetzt hier Feierabend, oder was? Oder? Ja. Oh, das habe ich gerne noch dazu bekommen, ne? Arkane Batterie. Warte mal, da will ich noch mal lesen. Naja, das ist ein kostenloser Zauber. Dann kannst du einen 6... Ja, ein 6er Zauber einfach so. Nice. Das lohnt sich richtig. Aber das kannst du nur einmal pro langer Rast machen. Mhm. Ja, aber das ist ein lang... aber ist halt ein 6er Zauber. Dazu, ne? Ich wollte es ja nur sagen. Ich wollte es ja nur sagen. Benutze ihn gedacht. Nicht einfach so sinnlos. Ja, dafür haben wir ja die geilen Sachen. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Viel Spaß bei SMD. Brauchst du nicht sagen, die müssen. Guckst du? Die sind nicht mehr da. Genau. Ist nur noch meine Aufnahme, die läuft. Ja, deswegen meine ich ja. S&G. S&G präsentiert. Guckt das zu. Ja, ciao.